Es ist halt einfach nur der perfekte Zeitpunkt dafür, dass Animax direkt abstürzt. So. Guten Abend, guten Abend. gleich mit Bildmoment. Ungefähr so. Ja, jetzt fehlt der Panda natürlich, weil der erst sich erstmal wieder einrichten muss. Ganz schrecklich. Ja, mach, gleich ist er da. Moment, gleich bin ich da. Sehr, sehr lästig. Aber naja, was willst du machen? Gut. Das geht ja quasi direkt schon gruselig los. Pass auf, gleich ploppt der Panda ins Bild. Wir hoffen es einfach mal. Da ist er. Da ist aber der Hallo. Ich habe leider die Flammen vergessen. Kann ich die noch einspielen? Ich wüsste jetzt nicht den Knopf, aber ist ja erstmal egal. Wir sind da. Es ist quasi Pre-Halloween hier bei uns. Pre-Happy Halloween. Denn erst morgen ist das natürlich. Ja, nichtsdestotrotz können wir uns heute schon ein wenig gruseln. Und wie angekündigt, das Ganze mit Luigi's Mansion, dem ersten Teil für den GameCube. Und zwar nicht einfach nur so, nein, sondern das ist einfach eine wunderschöne Mucke dazu. Vielleicht ein bisschen laut, aber naja. Nicht einfach nur Luigi's Mansion, sondern ein wenig, wie soll ich sagen, hochauflösender, als man das eventuell auch von dem GameCube gewöhnt ist. Und ich habe sogar ein HD-Texturenpaket gefunden. Und insgesamt meine ich damit natürlich, wir spielen das Original auf dem GameCube. Und was anderes habe ich nicht gesagt. Ja, hm. Das andere ist ja nur ein Produkt eurer Fantasie hier an Pre-Halloween. Ich bin auch sehr gespannt drauf, muss ich sagen, denn ich habe Luigi's Mansion selber noch nie gespielt. Ich habe mal ganz kurz, vielleicht für 5 Minuten irgendwie irgendwo zugeguckt und weiß ungefähr das Setting, aber das war es dann auch schon. Ja, deswegen, okay. Ohne further ado, ich bin gespannt, ob Animax heute zumindest mal 2 Stunden jetzt durchhält, nachdem sie jetzt schon mal kurz abgekackt ist. Denn länger wird das heute ja auch nicht werden, denn die Ruby macht ja natürlich los, um 20 Uhr auch. Ich bin dann mal gespannt, ob sie sich wieder angemalt hat. Ich habe mich verkleidet, wie ihr seht, ja. Ich habe sogar rote Kontaktlinsen drin, ja. Passend zu meinem Halstuch. Aber naja. Gut, ich hab's dann, glaube ich, wahrscheinlich auch ein wenig einfacher als wie die Ruby. Und von daher, naja. Gut, Dingens. Diese Musik aus und dann schwenken wir mal. Und zwar hier rüber. Zu Luigi's Mansion. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, ich habe absolut auch noch keine Ahnung. Wie Fifi-Fofum. Aber was ich auf jeden Fall machen werde, ist, wir werden natürlich auf Deutsch stellen. Rumble aus. Weil das klappt irgendwie mit meinem Pad nicht. Ich hoffe, das stört nicht weiter so sehr. So, man kann sogar Surround einstellen. Stimmt, der GameCube konnte Surround. Das ist so krass auch. Helligkeit. Wie sieht's denn aus? Verringere die Helligkeit des TV-Gerätes, bis die Geister zu Rechten so unsichtbar sind. Ah ja, ach so, selber hier kann man gar nichts machen. Okay, ich hätte jetzt gedacht, aber naja gut, es sieht ganz gut aus bei euch. Soweit, glaube ich. Bei mir, ich sehe natürlich wieder ein bisschen mehr wegen HDR. Aber naja, ich bin sehr gespannt. Hier gibt's einen Pikmin-Film. Was? Drücke die A-Knopf, um Pikmin für den Nintendo GameCube anzusehen. Nein, das machen wir jetzt nicht. Das ist mir nicht gruselig genug. Wir machen einfach mal dieses hier. Und dann wollen wir mal sehen. Welchen Spieler möchtest du laden? Willkommen in unserer Villa. In die Menschen quasi. We'll see. Klick. Wer den Super Mario Brothers Film, den neueren, gesehen hat, wird diese Szene jetzt hier bekannt vorkommen. Nur ein wenig. Zumindest vom Setting her. Das jetzt nicht mehr. Deine Villa. Hier. Sieht ganz schön aus. Oh. So viel dazu. Nicht ganz so schön. Guten Abend. Völlig richtig. Und guten Abend, Detra. Und Ajani. So. Ihr kommt genau richtig. Ich glaube, ich werde das gerade bei mir nochmal ein bisschen auf den Ohren ein wenig höher drehen. Ich mag dein Halstuch. Dankeschön. Habe ich mir selbst eingefärbt. Genau wie die Augen. Die sind heute auch nicht grün, sondern rot. Und die Hörner sind mir heute einfach so früh, weißt du? Einfach gewachsen. Und der Schnurrbart natürlich auch. Le Moustache. Erdgeschoss. Foyer. Wir durften einfach mal rein.
Ich habe noch keine Ahnung. Wir haben Lebensenergie, 100, so wie es aussieht. Und jetzt geht's auch schon los. Wir sind heute mal ein zitternder Luigi. Und wem das eventuell auffällt, wie gesagt, mit HD-Texturenpaket. Wo ich sehr stolz drauf bin, dass das heute alles noch so mit dem Einrichten geklappt hat. Ja, so, was mich jetzt schon kirre macht, ist, dass das Auf und Ab der Taschenlampe umgekehrt proportional zum rechten Stick ist. Ich glaube, das kann man nicht mal umdrehen. Ich zeige euch mal die Optionen. Das sind die Optionen. Wir haben die Steuerung Standard oder wir hätten die Steuerung seitwärts. Ja, wobei man hier quasi, ich kann das mal kurz demonstrieren. Er bewegt sich dann, egal was ich drücke auf dem linken Stick. Oh mein Gott, gewitteriges Gewitter. Egal was ich auf dem linken Stick drücke, er bleibt immer in der gleichen Richtung. Und nur mit dem Taschenlampenstick auf der rechten Seite drehe ich ihn. Ich weiß nicht, kann man so machen, muss man aber nicht, aber... Ich meine, ist nicht unbedingt unangenehm. Das Problem ist halt wirklich, es wäre mir lieber, wenn der rechte Stick wirklich dahin zeigt, also die Taschenlampe dahin zeigt, wohin ich den rechten Stick halte. War das jetzt hier so? Nee, hier sind wir jetzt direkt gar nicht. Wir haben mit dem linken Stick die komplette Steuerung. Und mit dem rechten können wir das auch machen. Okay, also quasi beides an sich. Ist nicht unbedingt, ist definitiv gewöhnungsbedürftig. Ja, okay. Ich, wie gesagt, also Luigi's Mansion selber nur zugeguckt. Ich habe irgendwie immer so ein Gefühl von wegen, das ist so eine Mischung aus Project Zero mit weniger Mini-Röcke und Alan Wake mit weniger Schrotflinten oder so, ja. Wird es ein Adventure? Wird es ein Action-RPG? Wir wissen es nicht. Hier ist auf jeden Fall zu. Das sieht sehr, sehr zu aus. Wogegen, es passt gut zu Luigi, denn er sieht auch aus, als hätte er alles zugekrampft bei sich. Er geht auch sehr verkniffen die Treppe hoch. Ich muss dazu sagen, das ist immer noch GameCube, ne? Also GameCube, dieses Spielesystem von vor 5 Milliarden Jahren. Die zweite 3D-Konsole von Nintendo nach dem N64. Und es sieht ganz gut aus, muss ich sagen, ne? Okay, HD-Texturenpaket mal hin oder her, höhere Auflösung hin oder her. Aber stimmig, sehr stimmig. Ach so, ich habe eine Aktionstaste. Okay. Es hat auch sehr viele Anleihen von Resident Evil, so wie ich hier sehe. Also so ein wenig, ne? Und die Atmosphäre ist schon nicht schlecht. Oh, jetzt komme ich runter und ich bin wieder im Foyer. Und hier fliegt ein Schlüssel mir vor der Nase rum. Und dann fällt er auf den Boden, einfach so. Und jetzt gehen die Kerzen aus. Warum gehen jetzt die Kerzen aus? Wird das ein Survival-Horror? Ich bin ja sehr gespannt. Okay, der ist definitiv größer geworden, der Schlüssel. Und jetzt habe ich einen Schlüssel. Haha! Das hast du gut gemacht, Luigi. Und geht sofort wieder zurück in den Zittermodus. Ich weiß übrigens, also ich kann die Frage ahnen, werde ich dieses Spiel durchspielen? Also heute definitiv nicht. Und wenn es mir gut gefällt, dann eventuell irgendwann. Hier kann man sogar auch generell Sachen angucken und gegen die Wände klopfen. Ich finde das gerade sehr faszinierend. Klopft gegen die Wände. Er klopft sogar gegen das Geländer. Warum macht er das? Der Polter-Luigi. Okay, ich nehme mal an, der Schlüssel ist für hier. Ich finde das super gut gemacht, ehrlich gesagt. Total stimmungsmäßig. Das ist sowas völlig anderes, als wie man mit den Mario-Spielen kennt. Und ich finde es absolut nicht schlecht. Wie dieses eine Mal. das Mario-Spiel, wo du dann irgendwie durch New York geeiert bist. Und ich meine nicht das Galaxies. Quatsch, Odyssey. Oh. Ah ja. Geisterjäger zu Diensten. Oder Geistersauger. Oh. Ein bisschen wenig Kampfgewicht, so wie es aussieht. Findet der Geist sehr lächerlich.
Ey, also ohne Scheiß, so ein Staubsauger in exakt der gleichen Farbe hat meine Oma. Uff, da werde ich noch eine... Ich bin zu alt für diesen spukigen Unfug. Warum tust du selber durch den Dialog gehen, bevor ich was drücke? Nun denn, gestatten, man nennt mich Professor Igitt. So siehst du aus. Dieses Haus, ich glaube, von Tag zu Tag spuken hier mehr Geister. Aber was hat ein junger Hüpfer wie du hier überhaupt verloren? Junger Grashüpfer, so grün wie er angezogen ist. Noch drei Geister. Vier, vier, fünf. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Also, Kleiner, leg einen Zahn zu mir nach. Tempo, Tempo. Ich finde das nicht gut, wenn Spiele selber durch den Dialog gehen. Luigi war der Name. Hm, stimmt's? Ich glaube, das Schicksal hat da... Jetzt können wir selber machen. Okay, für gesorgt, dass sich unsere Wege kreuzen. Gut aufgepasst. Abgepasst, Luigi. Wie, du möchtest wissen, wo du dich befindest? Nun ja, diese heimelige Stube dient mir als Zentrum meiner Geisterstudien. Professor Igitts Geisterforschungslabor oder schlicht und ergreifend das Labor. Falls du Abkürzung bevorzugst. Das Labor. Du hast diese Villa bei einem Wettbewerb gewonnen, an dem du nicht einmal teilgenommen hast. Das klingt mir sehr verdächtig. Ich finde so ein Spiel sehr sympathisch, wo der Protagonist stumm ist und alle anderen raten, was er eigentlich gerade will. Und raten vor allen Dingen verteufelt gut, ne? Wie, du hast das hier gewonnen. Du bist also tatsächlich von der Existenz dieser Villa überzeugt? Höchst merkwürdig, das Ganze. Hä? Du bist von der Existenz der Villa überzeugt? Ich lebe hier schon, seit ich ein junger Kerl von 20 Lenzen war. Und ich sage dir eines, diese Villa ist erst vor wenigen Tagen aufgedacht. Oh, die Geister haben dich zum Narren gehalten. Keine Ahnung, ob es nur ein böser Traum ist, eine Illusion oder was auch immer. Aber ich wäre nicht sonderlich begeistert, wenn ich ein Spukhaus gewinnen würde. Wo ich dich so sehe, fällt mir wieder etwas ein. Ein Kerl mit einer roten Mütze, die deiner ganz ähnlich sah, lief rauf zum Haus. Er hielt nicht einmal für ein kurzes Täuschen, der kam auch nicht zurück. Oder ich habe das doch nur geträumt? Wie bitte? Der Kurze war dein Bruder? Der kurze Dicke, ja. Oh nein, wie furchtbar. Ohne meine Hilfe hat er nicht die geringste Chance gegen diese Geister. Du musst ihm helfen, folgen. Mir kommt ein Geisterblitz. Ich zeige dir, wie du mit den Geistern fertig wirst, damit du deinen Bruder retten kannst, Luigi. Yeah. Ein wenig hip gestaltet das Ganze, ne, mit dem Plattengescratche. Ändere die Controller-Einstellung im Pausen- oder im Optionsmenü. Controller-Einstellung Standard, seitwärts, okay. Nee, Standard ist okay. So, Feuer, Wasser oder Eis austauschen. Die L-Taste, Luigi steuert mit der linken, Blickrichtung wechseln, jawohl. Taschenlampe aus an, mit dem Staubsauger saugen und Inventar ansehen mit Z. Karte anzeigen mit Game Horror untersuchen. Okay, untersuchen und Tür öffnen, das haben wir schon festgestellt. Gut, dass wir jetzt das Tutorial bekommen, nachdem wir schon mindestens eine Tür geöffnet haben. Der Gameboy Horror. Was? Dies ist der Staubsauger, den ich zur Geisterjagd entwickelt habe. Ich nenne ihn das, das ist genial, Schreckweg 0816. Aha. Er schluckt alles Mögliche und Unmögliche. Wirf ihn mal an. Halt die R-Taste gedrückt, um zu saugen, und bestimme die Richtung mit dem C-Stick. Iki. Quasi wie die Taschenlampe, nur saugstärker. Interessant. Ganz gleich, für wie stark du deinen Bruder hältst. Geister sind recht rätselhaft. Auf herkömmliche Weise kann man sie nicht bezwingen, fangen. Also solltest du das hier einsetzen. Nur so kannst du sie bezwingen. Davor fürchten sie sich maßlos. Ah. Oder so ähnlich. Nun ja, was hältst du davon, wenn wir nun mit deinem Training beginnen? Geister mögen es dunkel, folglich meiden sie das Licht. Wenn du sie also mit einem Lichtstrahl blendest, stehen sie für einen kurzen Moment unter Schock. Dann ist es Zeit, den Sauger zu aktivieren. Wenn du nah genug dran bist, dann halte die R-Taste gedrückt und halte den Kontrollstick in die entgegengesetzte Richtung, weg vom Geist. Versuch's doch mal. Auf diese Weise lernst du es viel besser, als wenn du mir nur beim Plaudern zuhörst. Okay, da haben wir einen Geist. Okay. Und jetzt nach hinten. Und denk dann, jedes Mal, wenn das Herz. Jedes Mal, wenn das Herz eines Geistes sichtbar wird, kannst du ihn aufsaugen. Während des Saugens musst du den Kontrollstick in die entgegengesetzte Richtung steuern, um ihn aufzusaugen. Ja. Habe ich mitgekriegt. Okay. Habe ich ihn getroffen. Und jetzt? Hä? Wenn das Herz des Überraschgeistes erscheint, kannst du ihn aufsaugen, indem du die R-Taste gedrückt hältst und den Controller-Stick bewegst. Wie oft will er mir das jetzt noch sagen? Ich würde das gerne mal testen, ohne dass er mich unterbricht. Bewege den Controller-Stick entgegengesetzt zum Geist. Ja, Mann. Ah ja, jetzt haben wir tatsächlich mal was hier. Na Gott, das wird ja auch Zeit. Bewege den Controller-Stick wiederholt und möglichst schnell in die entgegengesetzte Richtung, um die beste Wirkung zu erreichen.
Versuche möglichst nah heranzugelangen, bevor du das Licht einschaltest. Blende sie mit dem Licht, wenn sie in deiner Nähe sind. Klick, klick, je mehr, umso besser. Hast du das verstanden? Wenn ich jetzt mal dürfte. Geht doch. Was ist denn los? Jabu, jabu, Geister verstecken sich gerne im Dunkeln. Komisch, was? Da, sie kommen. Jetzt hab ich die zwar alle ordentlich gedingst, aber nur einen eingefangen. Erfolgreiche Geisterjagd setzt die kombinierte Verwendung von Taschenlampe und Schreckbeck 0816 voraus. Hast du gehört, Kleiner? Hätte sie kaum zu überhören, ne? Das macht ihn zu schaffen. Und wie viele hast du nun eingesackt? Ja, wenn ich nicht die ganze Zeit unterbrochen werden würde. Drei? Ich glaube, was bewegt den Kontrollstick entgegengesetzt zum Geist? Ja, Mann! So ein bisschen lästig gerade, der Typ. Fein, fein, du bist ganz schön ins Schwitzen gekommen, was? Was hältst du von einer kurzen Verschnaufpause in der Galerie? Ich bin besonders stolz auf sie, weißt du? Ja, zur Galerie, okay. Und los geht's. Kann ich den Gameboy Horror bitte einfach irgendwo hinlegen? Gott, Luigi. Du kannst auch, man kann auch besser laufen. Oh Gott, das Kabel hinten dran schlackert da so fett hin und her. In der Galerie. Ich finde es ein bisschen doof, dass es, man kann sich alles Mögliche angucken, aber warum wird nicht der Hotspot angezeigt, wenn du zum Beispiel einfach davor stehst, dass einfach mal A irgendwie irgendwo blinkt. Da weiß man doch gar nicht, was man angucken kann. Oder was man hauen kann, damit sich Dinge bewegen. Und der macht doch noch verschiedene Sachen dann, kann das sein? Manchmal klopft er, manchmal rüttelt er. Der Luigi, der ist schon so ein bisschen Hooligan hier. Okay, also wir haben eine Galerie mit ganz vielen leeren Bilderrahmen. Hoch, kam jetzt gar keine Trompete. Du hast auf jeden Fall ein Ticket erhalten, Dedre. Manchmal ist das schon seltsam. So, ja. Also, wäre mir ein wenig zu prunkvoll. Okay, eventuell gibt's hier was. Wir wissen noch nicht was. Wunderschöne guten Abend, Ruby. Where are you? Hier. Ach so, Mario, where are you? War kein Sound. Hab ich auch nicht gehört, ja. Guten Ruby. Guten Abend, Ruby. So, wir sind noch nicht allzu weit. Wir sind gerade durch ein lästiges Tutorial durch, wo uns gesagt wurde, wir können saugen und wir können leuchten, wenn wir wollen. Ja. Das sagt Luigi doch, wenn man den einen Knopf drückt. Ja? Oh, ich kann die Ego-Perspektive anschalten. Und oh mein Gott, sogar die Steine unten haben. Das ist keine Textur hier unten. Ich bin immer wieder begeistert. Tutorial ist das, ja. Ich habe eine Karte. Die sieht sogar relativ nützlich aus. Die ganzen Knöpfe machen mich gerade noch fertig. Okay. Irgendwie macht jede Taste was anderes. Das ist ja seltsam. Okay, wir können... Ach so, ich kann auch pusten. Ich kann nicht nur saugen, ich kann auch pusten. Das ist ja unglaublich. Also wie gesagt, ich muss mir erstmal schrecklich eingewöhnen in das Spiel. So, das Steuerkreuz macht noch gar nichts. Nicht klar. Dieser Baum hat dieser Raum zwei Türen, die beide mehr oder weniger in die gleiche Richtung laufen. Finde ich seltsam. So, Professor, was zur Hölle will ich jetzt hier? Hast du denn Hunger noch Kunst für heute gestillt? Willst du mich veralbern? Hier ist noch nichts. Wo bin ich? Was ist ein GB-Horror? Jetzt kann ich ihn zumindest mal voll labern. Zurück zum Labor. Back to the Batmobile. Wo bin ich? Also, dies ist die Galerie. Hier hänge ich alle meine Gemälde auf. Das habe ich gesehen. Auf leere Bilderrahmen. Geisterbilder, um genau zu sein. Ah, als ich noch jung war, habe ich eine Maschine konstruiert, um Geister in Gemälde zu bannen. Und um die ganze Welt bin ich gezogen, um sie zu sammeln. Das war ein Spaß, kann ich dir sagen. Nun gut, ich muss dir etwas erzählen. Eine ausgesprochen schaurige Geschichte. Der letzte von mir gefangene Geist war Nummer 22. Bulusus. Allerdings gibt es viele verschiedene Buhus. Und König Buhu hat alle versammelt, um sich an mir zu rächen. Sie benutzt meine Maschine, um Bulusus aus dem Gemälde zu befreien. Und dann haben sie auch alle die übrigen putrescen Geister zurückgefahren. Achso, deswegen zeigst du mir die Galerie mit leeren Bildern. Jeder Ausgang kann auch ein Eingang sein. Das ist schrecklich philosophisch.
Eine Villa direkt vor meinem Labor gebaut, dort versteckten sie sich. Hätte ich irgendjemand anderen diese Schote erzählt, dann wäre ich wahrscheinlich in der Klapsmühle gelandet. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass meine Gemäldegeister irgendwo in dieser Villa hausen. Sie müssen nur wieder eingefangen werden. Gut. Das ist gut zu wissen. Ich nehme einen Schluck zu trinken. So. Was hast du noch für mich? Hast du deinen Hunger nach Blablabla gestillt? Was ist ein GB-Horror? Der Gameboy-Horror ist als Kommunikationsterminal gedacht und dazu ist er bestens ausgestattet. So kannst du beispielsweise den Z-Knopf drücken, um eine Liste aller bisher eingesammelten Gegenstände zu halten. Probier es mal aus, nachdem du einige Münzen eingesammelt hast. Natürlich kannst du dort auch die Gemäldegeister ansehen, nachdem du welche gefangen hast. Drückst du auf den Y-Knopf, wird eine Karte der Villa angezeigt. Die bereits besuchte Räume sind da drauf. Farbig gekennzeichnet, ein Blick auf diese Karte hilft immer, falls du dich mal verirrt haben solltest. Hast du das verstanden, Kleiner? Oh yeah! Ich meine, nichts gegen Spiele, wo das Interface so wenig wie möglich eingeblendet wird. Aber soll ich mir jetzt alle Tasten merken? Jetzt mal ohne Mist. Ich habe hier mehrere Tasten, die einfach mal das Spiel unterbrechen. Kann man die nicht irgendwie unten, oben, links, rechts irgendwo einblenden? Oder so? Ich fände das sehr wichtig. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen bescheuert, an einem jahrzehntealten Spiel rumzunörgeln. Aber so bin ich nun mal. Du hast gerade auf einen Dreckhaufen geklopft, Luigi. Ich hoffe, du fühlst dich genauso doof, wie es aussah. So, Hunger nach Dingsbums. Ja, zurück zum Labor. Ich schau nochmal. Nee, wir gehen jetzt. Alles klar. Jabu, jabu. Wo soll's hingehen, Luigi? Zur Villa, zum Trainingsraum, zur Galerie. Zur Villa natürlich. Sei vorsichtig, Luigi. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Tschüss. Sein Haar ist sehr eigensinnig. Warum bekommen wir das Ganze jetzt quasi nochmal zu sehen? Und was macht Toad jetzt hier? Hä? Iki, hey Toad, was geht? Buhuhu, wo steckst du, Mario? Schlurz, buha, ich kann übrigens Toads Stimme nicht so wirklich nachmachen. Will ich auch gar nicht. Was, Luigi? Was? Oh, Spitze, du bist es, Luigi. Du hast es doch noch geschafft. Bin ich froh, dem Himmel sei Dank. Die Nase, die wackelt, wenn er läuft. Ja, natürlich, die wackelt, wenn sie läuft. Die ist auch groß genug und hat genug quasi Schwungmasse, um damit zu wackeln, definitiv. Warum ich hier bin? Nun, Prinzessin Peach bat mich, hier nach Mario zu suchen. Er brach sofort auf, als er hörte, dass du eine Villa gewonnen hast. Doch er ist nie zurückgekehrt. Findest du ein bisschen schade? Welche Nase? Die im Gesicht, die eine, weißt du? Die eine wackelt, ja, die ist groß genug dafür, ja. Groß und dick. Ich finde es ein bisschen schade, dass die bei einem Solo-Spiel von Luigi innerhalb der ersten 5 Minuten direkt wieder den Namen Mario erwähnen müssen. Hätte nicht sein müssen, finde ich. Aber naja. Also, als ich hier ankam, wimmelte es im ganzen Haus nur so von Geistern und von Mario weit und breit keine Spur. Da bin ich durchgedreht. Oh, ich wusste nicht mehr weiter. Es war furchtbar. Ich flehe dich an, du musst mir helfen, Mario zu finden. Du machst dir kein Bild davon, wie aufgeregt die Prinzessin sein wird, wenn er nicht zurückkommt. Kehrt. Sie wird im Sechseck springen. Mir egal. Überlass mir das. Juhu, danke Luigi, da fällt mir ein riesiger Stein vom Herzen. Und schon haben wir Licht angemacht, warum auch immer. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Warte mal, ich hab's. Lass mich wenigstens das hier tun. Möchtest du deinen Spielstand speichern? Ja, Mann. Okay. Entferne nicht die Memory Card. Welche Memory Card? Vote Save Contents to bla bla bla. Alles klar. So. Okay, dankeschön. Also, du kannst mich jederzeit um Hilfe bitten. Okay, ich soll dir helfen. Du willst mir helfen, dir zu helfen, uns allen zu helfen. Verstehe ich. Mario! Achso, jetzt. Mario! 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 Okay, das ist die Benutzentaste. Wenn es nichts zu benutzen gibt, dann schreit er rum. Mario! Mario! Mama! Du willst doch nicht wieder einen kleinen weinen. Entschuldigung. Mario! Oh Gott, die Kerzen hängen hier voll in Barthöhe. Das ist nicht optimal. Hier liegt Kohlen rum. Oh Gott, kann ich hier einsaugen? Oh Gott, mit dem Saugen muss ich noch klarkommen.
Ich kann auf jeden Fall die Vase besaugen. Eine besaugte Vase. Kann ich die Spinnenweben da oben wegsaugen? Nee, anscheinend nicht. Oh Gott, hier kommt ganz viel Dreck von der Wand. Ich finde das so krass, dass man überall einfach gegen die Wand klopfen kann. Kann ich die Kerzen auswasen? Aussaugen? Kann ich anscheinend. Okay, ist das wichtig, dass ich die Kerzen aussaugen kann? Wahrscheinlich eher weniger. Kann ich Tod einsaugen? Okay, Tod kann ich nicht einsaugen. Kann ich rausgehen? Nee, ich kann gegen die Tür klopfen. Okay, jetzt habe ich es gelesen. Ich finde es ein bisschen scheiße, dass ich die Dinge hier heute nicht höre. Die Geräusche. Warte mal ganz kurz. Warum höre ich denn hier heute hier so weiter? Nicht. Finde ich gerade ein bisschen doof. Kann mal einer bitte meinen Namen erwähnen? Muss mal gucken, ob die Alerts. Ach nee, tatsächlich. Da kommt tatsächlich nichts an. Das ist ja ein bisschen kacke. Aha. Okay, ich hoffe, ich mache es jetzt nicht kaputt. Ein weiterer Versuch bitte. Und ja, danke fürs Engagement. Nö. Da kommt nichts an. Das ist total traurig. Aber naja, kannst du nichts machen. Aber ich habe es gesehen. Gut. So. Ich habe es ja Gott sei Dank in meinem peripheren Blickwinkel. Und so weiter. Kann ich das Ding jetzt hier wegschlürfen? Wird zumindest angezeigt. Es wird nicht mal angezeigt, dass ich jetzt was Tabumäßiges habe. Oh, guck mal, ein Spiegel. Das hat ja sogar Sachen gebracht hier. Normalerweise wird es doch auch angezeigt. Ist das gemein? Irgendwie funktioniert es gerade nicht. Gestern hat es doch funktioniert, ich schwöre. Ich kann auch gegen den Spiegel klopfen. Cool. Du Schlürp. Mehr kann ich aber nicht machen. Nee. Okay, Taschenlampe hat er auch nicht an, wenn ich... Entschuldigung. Wenn hier Licht an ist. Okay, das muss ich jetzt natürlich testen. Was ist, wenn ich alle Kerzen ausschlurpe? Jetzt habe ich alle Kerzen aus, die ich hier irgendwie sehe. Keine Ahnung. Na gut. Okay, wir gehen mal weiter. Nicht unbedingt hier lang, sondern erstmal die Nebentür. Haben wir da jetzt schon... Achso, hier haben wir jetzt tatsächlich noch keinen Schlüssel. Wer hätte das jetzt erwartet? So, lass mich raten. Jetzt geht's hier so richtig los. Salon. So, wir lassen jetzt natürlich das Licht aus. Luigi summt mit. Finde ich gut, dass er seine Nerven versucht zu beruhigen. Okay, kann ich das Tischtuch wegziehen? Tatsächlich. Er, seine oder deine, Jay? Was? Ja. Eher seine Nerven. Nehme ich mal an, wie staubig das hier ist. Sag mal, kommen hier immer wieder neue Münzen her? Oder taucht die Münze jetzt bloß auf, weil der Tisch jetzt weniger undurchsichtig ist? Okay, das mit dem Hoch runter ist echt nervig. Weil es ist verkehrt und ich kann es nicht tauschen. Oh, Münzen. Münzen und Kohlen. Kohle. Ja, der kann gerne bei uns weitermachen, aber kein Flufferschrecken. Ja. Warum sammelt? Ich finde das sehr interessant. Was hat Luigi mit Geld zu tun? So an sich, ne? Achso, ja gut, Münzen hat ja Mario auch gesammelt. Stimmt. Aber
Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass es quasi eine andere Art von Währung gezeigt wird, weil wir sehen ja unten rechts, das sind nicht einfach nur die Coins. Oder sind das einfach nur die Coins? Die sehen auf jeden Fall anders aus, ne? Und dann gibt es halt noch die Scheine. Und anscheinend gibt es auch noch Barren. Okay, hier ist zu. Kommen die jetzt nur nicht raus, weil ich die Taschenlampe die ganze Zeit anhabe? Weil mehr Räume gibt es ja hier gerade nicht. Ich kann gegen den Tisch klopfen, entstaubt das Ganze hier. Mal ordentlich am Tisch wackeln hier. Ja, ja. Da passiert aber auch gar nichts, ne? Mario! Mario! Oh, das war mein Stichwort. Oh, jetzt haben wir was. Wer hat die Kerzen gelöscht? Etwa du, Herr was? Nun, dunkle Räume behangen vielerlei Gefahren. Ja, sie lieben die Dunkelheit. Nun kriegen sie dich. Jetzt bist du dran. Buh. Dir wird es ergehen wie zuvor diesem Rotkäppchen. Ah ja, das Dicke. Auf das du in der Dunkelheit umherirrst auf ewig. Hast du Angst vor der Dunkelheit, kleiner Mann? Sag schon. Mach dich auf sie gefasst. Nicht einfach erschrecken von hinten hier. Siehst du, so geht das. Eingesaugt, die Scheiße. Aha. Aber immer schön von hinten hier. Nö. Huch, der war weg, siehst du. Der war nicht nah genug dran. Ah. Okay, es ist nicht so schlimm, wie ich dachte. Lustig. Oh, da ist ein Schlüssel. Ein großer Schlüssel in einer kleinen Truhe. Ich muss sagen, es macht Spaß. Kann ich gar nicht anders sagen. Es ist hier schon schön. Und wir haben einen Schlüssel gefunden. Nett, dass er anzeigt. Oh, nett, dass er anzeigt, wofür der Schlüssel jetzt ist. Und wir schließen dann quasi einmal auf und gut ist, ne? Und gleich summt er die Final Fantasy Melodie, genau. La ta 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 ta. So, raus. Mario! Mario! Vielleicht kennst du das von einem anderen Teil. Das wäre auch möglich. Es gibt drei Teile schon davon. Das Franchise scheint. Der Franchise scheint richtig gut anzukommen. Und ich kann es voll verstehen. Ne? Dizzy, wunderschönen guten Abend. Happy vor Halloween. Und so? Nein, Jimmy funktioniert nicht. Er musste noch ein paar Stunden warten. Anderthalb, um genau zu sein. Ich hätte jetzt noch mal gucken müssen können. Vorzimmer. Ob es noch mehr in dem Zimmer jetzt noch gegeben hätte, nachdem ich jetzt das Licht angemacht habe. Oh, ein Rosaner. Oh, mit 20 heute. Und immer schön in die entgegengesetzte Richtung, damit die quasi Lebenspunkte weniger werden. Und die versuchen mich halt auch zu erschrecken, nehme ich mal an. Bis jetzt haben wir noch keinen Aggressiven gehabt hier, der uns irgendwie ans Leder wollte. Bis jetzt wollen die uns nur von hinten schön an die Locken fassen. Oh Gott, auch gleich noch zwei. Was mit der einen wegsaugen? Ja. Oh Gott. Da hat irgendjemand Münzen im Kronleuchter versteckt gehabt. Und das war's. Sehr schön. Oh Gott, natürlich müssen wir natürlich auch darauf achten, dass man nach oben mal saugt, ne? So wie es aussieht. Nicht nur immer geradezu saugen. schade. Schade. Fand als Kind den Babygeist am allerschlimmsten. Vielleicht mag ich deswegen keine Babys. Den Babygeist. Dizzy, ich kenne noch kein einziges Luigi's Mansion Spiel. Ja. Und ich habe keine Ahnung, was du mit Babygeist meinst. Und nein, das müssen wir jetzt noch nicht wissen. Wir wissen noch nichts von einem Babygeist. Mario! Also du spielst doch schon seit 30 Minuten. Ja, ohne Mist, ne? Eigentlich hätte ich schon längst durchhaben müssen. Kann ich die Achso, ich wollte gerade sagen, ich kann die Schubladen aufsaugen. Apropos saugen, waren wir jetzt eigentlich durch? Ich habe keine Ahnung. Mit dem Tabu-Wort. Oh, hallo Goldbarren.
Kann den Goldbarren aufsaugen, das ist statistisch unmöglich. Ja, okay, wir waren durch, sehr gut. Habe ich mich rechtzeitig, beziehungsweise habe ich mich lange genug beherrscht? Ich glaube doch. Haben wir jetzt einen Schlüssel bekommen? Nee, ne? Oh, wir brauchen keinen Schlüssel. Aber hier ist es ganz schön, schön dunkel und schön grün irgendwie. Ankleidezimmer. Da. Ah. Und ein Herzchen. Ja, Link könnte das voll gebrauchen, ey. Oh Gott, ein dicker Grüner. Der wirft Bananenschalen. Sag mal, sind wir hier auf dem Fußballplatz oder was? Hoch. Beziehungsweise sind wir hier auf der Go-Kart-Bahn. Ah, da habe ich dich, du Penner. Jetzt auch schön über die Bananenschalen. Ah, ich hab's gesehen. Okay, alles klar. Da hat er uns schön den Tag versaut. Wir können die Bananenschalen aber auch einsaugen. Sehr gut. Und da hat er noch 10 Lebenspunkte. Erwischt. Schuhe. Oh nein, mehrere. Ich glaube, ich spinne. Hä? Will er mich veralbern? Okay, erstmal den kleinen. Und direkt noch die Bananenschale mit. Sehr gut. Und jetzt den 40. 40 Lebenspunkte, um Gottes Willen. Ja, die kriegen wir auch noch. Sehr schön. Oh mein Gott. Bananenschale. Nein, Alter. Vor allem, dass ihm gleich Münzen aus der Tasche fallen. Immer noch nicht fertig. Okay, lass mich raten, hier verstecken sich noch diverse Leute. Das war mir so klar. In diversen Schränken. Ja, das war der letzte. Wie der die ganze Zeit vor sich hin pfeift. Okay, ansonsten nichts mehr drin. Die Spiegel haben auch alle irgendwie so einen eigenen Charme, ne? So wie sie aussieht. Da ist ein Schlüssel noch auf dem Schrank. Mensch, fast nicht gesehen. Ausgezeichnet. So, wie sieht's denn? Ah, okay. Jetzt wird das Ganze schon ein wenig verstrickter. Kann ich jetzt da links noch rein? Warte mal. Weil hier geht's nämlich hinten nicht weiter. Ach, tatsächlich. Hallo, Tod. Ach guck, das ist echt so ein bisschen Castlevania-mäßig, ne? Überall hockt mal einer rum, wo man speichern kann. Mario, wo bist du nur? Was? Luigi? Oh ja, Luigi, zum Glück hast du mich gefunden. Da fühle ich mich gleich viel wohler. Und schon geht das Licht an. Bitte, 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 du musst Mario retten. Ich habe schon überall nachgesehen, aber ich kann ihn einfach nicht finden. Wo mag er stecken? Er wird es nicht in deinen Handinnenflächen. Da ist er ordentlich nachgeguckt. Kann ich jetzt bitte speichern? Wenn ich irgendwas für dich tun kann, zum Beispiel speichern. Ja, bitte. Sehr gut. Ausgezeichnet. Kann man hier noch sonst Sachen machen? Dinge kaputt machen. Pflanzen klopfen. Natürlich mal ordentlich an Pflanzen klopfen. Wenn ich irgendwas für du kann. Nein, Mann. Jetzt nicht. Nein, Mann. Oh Gott. Nein, Mann. Oh Gott. So, jetzt aber. Übrigens, wo wir gerade sind. Mario. 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 Hat Luigi eigentlich auch einen prädestinierten Sprecher? Oder ist das anders als wie bei Mario? So, hier wollte ich nochmal gucken, gibt es hier noch mehr? Nee, ne? Wir können überall bloß einmal gegenklopfen. Das dürfte jetzt ja die Tür links in dem Dingens sein. Hier, genau da. So, nichtsdestotrotz kann ich die Spinnweben wegsaugen jetzt mal ohne Mist. Warum hängen da Spinnenweben rum, wenn ich sie nicht wegsaugen kann? Aber auf jeden Fall... Oh, ich habe nichts gesagt. Wir können die Spinnenweben wegsaugen. Wir müssen bloß in die richtige Richtung zielen, was gar nicht so leicht ist. Mit dieser Steuerung. Wie kann ich die Vase wegsaugen? Sieht nicht so aus. Ist derselbe. Achso, Mario, Luigi, Wario, Waluigi, Metal Mario, Shadow Mario, Mini Mario, Toys... Hey, Baby Mario, Baby Luigi und Baby Wario, alle von Charles Martinet. Um Gottes Willen. Also, interessant. Kriegt man gar nicht so mit, ne? Dass das die gleichen Sprecher sind. Hat er gut gemacht. Oh, hä?
Was ist denn? Was will der denn von mir? Lass mich doch mal einfach hier machen. Moment mal, Luigi. Ich bin's, Professor Igitt. Das hab ich gesehen. Ich halte Messwerte von Geistern, die alles bisherige übersteigen. Ich vermute, es handelt sich um einige der Geister, die aus der Galerie entkommen sind. Du musst wissen, dass sie sich wesentlich von all den anderen Geistern unterscheiden, die dir bisher untergekommen sind. Sie zeigen ihre Herzen nicht einfach so, ganz im Gegenteil. Wenn du auf einen solchen Geist triffst, solltest du zuerst den X-Knopf drücken, um dessen Herz auf Anhaltspunkte hin zu untersuchen. Aha, manchmal fährst du so, wie du sie am besten überraschst. Also, Luigi, ich drücke dir alle Daumen, die ich habe. 3 oder so. Huhu, Tom, wunderschönen guten Abend und happy vor Halloween und so weiter. Und die Buhu und Bowser lache im N64-Teil wohl auch. Was? Okay. Interessant. Ui, ein Lutschi-Mensch-Mensch. Was? Lutschi-Mensch-Mensch. Menschen. Ein Lutschi. Saugi. Heute bin ich Saugi. Da ist wieder der Löwe über die Tastatur gelaufen. Oh mein Gott, eine Münzspur. Lasst uns der Münzspur folgen. Na, wenn die mal nicht hier reinführt, weiß ich auch nicht. Oh, Geisterratte. Geisterratte. Muss ich jetzt nach unten geistern? Nach unten dingsen. Wo ist sie hin? Die Steuerung macht mich fertig. Achso, die kann ich einfach so einsaugen. Da ist noch eine. Da sind noch mehrere. Flop, flop. Gott, die Türen, ey. Und die Türen aus der Angeln reißen. War's das? Und dann kommt noch was dazu. Bringt das was? Wie viele Geister passen in so einen handelsüblichen Staubsauger rein? Muss mal gerade Wäsche hochholen. Oh Gott. Hubi, kommt die Wäsche hoch. Das ist ja schrecklich. Ach, hier kann ich auch einfach rein. Okay. Hier brennt sogar schon ein schnuckliges Feuer. Arbeitszimmer. Oh, Bücher. Bücher, die einfach so durch die Gegend schmeißen. Oh, Geld, was einfach so durch die Gegend fliegt. Das hat man natürlich auch gerne. Blob. Wie viele von den Büchern kommen mir jetzt so entgegen hier? Demnächst? Und warum? Der Schein klebt da oben einfach mal an der Decke. Das ist ja schrecklich. Oh Gott, diese nicht invertierbare Steuerung. Die macht mich fertig. Lass mich raten, ich muss erst... Oh, jetzt habe ich mich erschrocken. Da sitzt einer. Und liest... jetzt habe ich mich echt ein bisschen erschrocken. Die nicht invertierte Taschenlampensteuerung macht mich echt so ein bisschen kirre. Muss ich ihm das Licht klauen? Ich nehme mal an, ich muss ihm das Licht klauen, damit er nicht mehr lesen kann. Oh, jetzt wird er müde. Ach nee, jetzt macht er weiter. Ich kann auch boosten. Ich weiß nicht wozu. Oder ist das ein freundlicher Geist? Beziehungsweise ein nicht böser Geist. Da liegt ein Rätselbuch. Willst du es lesen? Ja, aber unbedingt. Wo immer Menschen ihre Kreise ziehen, tauchen Rätsel auf. Sich von ihnen abzuwenden, führt jedoch nie zu ihrer Lösung. Anstelle ihnen den Rücken zu kehren, sollte man einen anderen Blickwinkel verfolgen. Entschuldigung. Nicht selten öffnet sie ein neuer Pfad, der zur Lösung des Rätsels führt. Das war jetzt nicht unbedingt ein Rätsel. Nimm doch sein Buch weg. Ja, der ist ja immer unsichtbar. Wie soll ich ihm denn sein Buch wegnehmen, wenn er immer unsichtbar ist? Dort liegt ein Buch mit dem Titel Die käsehafte Anziehungskraft der Dunkelheit. Die käsehafte. Ah ja. Huhu, wunderschönen guten Abend. Zeitweise eine Katze. Wunderschönen Pre-Halloween bzw. Happy Pre-Halloween auch dir. Möchtest du es lesen? Ja, Mann. Die Dunkelheit übt auf Geistermäuse eine vergleichbare Wirkung aus wie Käse auf echte Mäuse. Ah ja, na klar. In der Dunkelheit strahlen sie eine goldene Aura der Zufriedenheit aus. Ich muss versuchen, noch vor der Morgendämmerung möglichst nah an eine heranzugehen. Zu gelangen. Gezeichnet Gerd Gauder. Natürlich. Gerd Gauder. Du hast das Buch des Perikles gefunden. Das ist das Buch des Perikles. Aha. Möchtest du es lesen? Muss ich? Es gibt spirituelle Wesen, die als elementare Geister bekannt sind. Sie kommen in den Elementen Feuer, Wasser und Eis vor.
die den Großteil, also Feuer, Wasser auf Eis, ne? Versteht man? Die den Großteil unserer Welt bilden. Um dieser Elemente Herr zu werden, muss man im Besitz einer Elementarmünze, Elementmünze sein. Es ist im Bereich des Möglichen, dass elementare Geister nur dem Träger einer solchen Münze sichtbar werden. Sicher, dass es nicht Elementarmütze ist? Hm. Aber okay, will mich jetzt nicht beschweren. Du hast Igits Geisterfibel gefunden. Möchtest du sie lesen? Na klar. Geneigte Leser sicherlich hat dann auch sie schon mal ein Problem mit Geistern, die sich wahrlich nicht ohne weiteres erschrecken lassen. Richtig? Sie verfügen über enormen Einfallsreichtum, wenn es darum geht, sich vor Lichteinfall zu schützen. Was also, verehrte Leserschaft, wenn man von eben jenen sturen Astralgestalten aufs Heftigste bedrängt wird? Geht ihnen ein Lichtlein auf? Nun, zunächst einmal sucht man nach einem Hintertürchen. Einer Möglichkeit, die sie in einem unerwarteten Moment zu erwischen und aus dem Konzept zu bringen. Zeigt ein Gespenst sein Herz, dann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um den kleinen Racker dingfest zu machen. Lassen Sie sich von mir versichern, dass ich auf diese Weise bereits Dutzende von Geistern fangen konnte. Iki. Du hast Rolandas Kinderpflegejournal gefunden. Oh, jetzt wird's interessant. Möchtest du es lesen? Ja. Für Geister ihres Alters sind die Zwillinge auffallend schüchtern. Kürzlich sind sie sogar verschwunden, um ihren Zimmerschlüssel fernab ihres Zimmers in dieser Villa zu verstecken. Sie rauben mir den letzten Nerv. Sie sind förmlich ausgerastet, als ich ihr Hubschrauber mobile bewegt habe. Die geistige Jugend heutzutage. Wer durchblickt schon, was in ihren Köpfen vor sich geht? Wer durchblickt schon? Ja. Yoda tut's nicht tun. So, ich glaube, jetzt haben wir alles. Aber hier drüben hatten wir nur eins, obwohl zwei Bücherregale quasi. Da liegt ein Rätselbuch. Willst du das lesen? Das hat man jetzt schon. Nö. Und hier drüben? Du hast Romans Riesen-Baby-Ratgeber gefunden. Dann möchtest du ihn lesen? Ja. Mein dritter Sohn ist immer noch ein Kleinkind. Als ob das nicht schon seltsam genug wäre, fallen ihm die bösesten Scherze ein. Ganz im Gegensatz zu den beiden anderen. Denn diese beiden Zwillinge, sie haben eine Heidenangst vor Feuer, Wasser, Kälte und Wind. Nun, sie zittern regelrecht vor Angst, wenn sie einer dieser elementaren Kräfte ausgesetzt sind. Manchmal denke ich gar, sie verhalten sich weitaus kindischer als ihr kleines Brüderchen. Okay, das war bestimmt ein eklatanter Hinweis. Ein mordsmäßiges Puzzleteil, wie man den einen oder anderen hier zu Leibe rückt. Also der Typ lässt sich auf jeden Fall nicht stören, ne? Nimm ihm doch sein Buch weg. Das ist leichter gesagt als getan. Oh Gott, jetzt habe ich mich erschrocken, ey. Mit allem habe ich gerechnet. Aber nicht mit sowas. Ich habe einen Rubin gefunden. Ich habe keine Ahnung, was das bringt, aber... Scheint ja hilfreich zu sein. Achso, hier hinten liegt ja noch mehr. Meine Güte. Ich sehe mal ohne Scheiß. Ich habe nicht damit gerechnet, dass da ein Geist ist. Dann ist schon wieder eines Besseren belehrt worden hier. Ich kann auch hier einfach mal so an der Wand rumrumoren. Ich meine, sind jetzt hier noch mehr Geister? Weil es hier nach wie vor dunkel ist? Oder wie muss ich das jetzt verstehen? Ich kann eine Lampe zerren. Und das war's auch schon. Okay, na gut. Wir gehen mal raus. So, wieso? Wir haben doch hier eine Ruby. Brauchst noch andere Rubis? Ja. Man kann nie genug Rubis haben. Ruby für jeder. Für jeden. Ach, apropos Katze. Ja, genau, ne? Das Paket ist angekommen. Und ich war ein bisschen enttäuscht, dass es keine Blubberkopf hier, Schwester ist. Bubblehead, so rum. Da steht Bubblehead-Dingens drauf. Und die bubbelt gar nicht mit dem Head. Und sie hat Unterwäsche an. muss man ja auch erstmal wissen, ne? Erstmal rausfinden. So, hier geht's übrigens nicht rein. Ist es bei euch schon Ajani? Das war übrigens eine sehr, sehr gemeine Tür. Ist bei euch denn schon der Helm angekommen? Und so, ich hatte heute einfach so Mittag ganz frechen Postboten vor der Tür, der mir das gebracht hat. Ach so, hier ist nichts dahinter, ja. Dachte, ihr würde auch bubbeln. Ja, ohne Mist, ne? Da steht der Bubblehead dran und dann ist das gar kein Bubblehead. Ich glaube, diese Tür... Da werde ich noch mindestens fünfmal gegenlaufen. Hier war zu, ne? Ja, okay. Kommt schon wieder völlig durcheinander. Hier ist auch zu. Alter. Sorry, nee, kein Ding. Kein Ding. Die macht sich auch so sehr gut dekorativ.
In meinem Regal. Hätte ich das voraussagen können, dass diese Türen scheiße sind? Ach, guck mal, die wackeln gar nicht. Die Türen wackeln gar nicht. Die Fake-Türen. Theoretisch, aber wir waren auf Malore, daher müssen wir die morgen bei der Post abholen. Ah, okay. Alles klar. Guck mal, die wackelt nämlich. Das heißt, die ist echt. Aber die ist zu. Scheiße. und nu? Warte mal, ich guck mal gerade auf meine Karte. Wir haben nichts weiteres hier. Wir haben noch hier. Ich finde das trotzdem sehr schön. Ich finde das eine wunderhübsche Karte. Muss ich einfach sagen. Ja. Sehr übersichtlich. Man weiß überall, wo noch Schlösser dran sind. Man weiß, wo man war. Also wo man schon war und man weiß, welche Türen offen sind. Mehr muss man hier gar nicht wissen. Ne? Und was mich trotzdem da. Ach, siehst du, und auf der Karte sieht man natürlich in dem Fall auch, welche Türen nicht echt sind, weil sie einfach nicht da sind. Hast du jetzt eine Krankenschwester? Ja, die im Regal steht. Überleg, was ich mit der mache. Die hat ja so ein Tablett dabei. Vielleicht tue ich da mal ein paar Kekse drauf oder sowas. So, wo würde ich denn jetzt einfach mal eigentlich mal theoretisch meine Lebensenergie aufladen können? Muss ich eigentlich jetzt irgendwie noch irgendwo hin? Bringt das was, diese Vasen anzupusten, abzusaugen? Krankenschwester oder Krankenschwester? Krankenschwester. würde ich jetzt hier irgendwie irgendwo Herzen finden? Tod ist einfach nur schrecklich energisch gerade. Da ist nichts drin. Oh, was denn jetzt? Da fuck. Das ist ja schon ein bisschen gemein. Ah. Passiert das jetzt öfter? Das hat jetzt aber nichts mit dem hier zu tun gehabt, oder? Nee. Hä? Das kam jetzt auch so ein bisschen random. Ah, oh, hallo, Kohlen. Da war jetzt aber trotzdem kein Geist dabei. Warum ist denn der... Hey, der macht das schon wieder. Hier ist doch einfach zu hell. Wie soll ich denn hier irgendwas machen? Kann ich mich hinter dem Spiegel verstecken? Kann ich nicht. Schade. Meine Uhr dreht schon wieder durch. Jedes Mal, wenn ich hier Dinge tue. Was macht denn der Kronleuchter die ganze Zeit? Ich kann beim Kronleuchter nach Mario rufen. Okay. Hat das eine Bewandtnis mit dem Kronleuchter? Ist jetzt so ein bisschen die Frage. Kann ich tot noch nerven? Nun, mehr kann ich im Moment nicht wirklich tun. Das heißt... Ach so, ja, alles klar. Wir können natürlich gerne mal wieder speichern. Kein Ding. Da, guck mal, das passiert doch nicht immer, ne? Das passiert nicht immer, wenn ich drunter durchlaufe. Nur ab und zu. Aber so wirklich treffen lassen will ich mich natürlich ja auch nicht. Aber es bringt halt auch absolut gar nichts. Okay, na gut. Und nu? Jetzt hatten wir ja eigentlich so ziemlich jede Ecke. Mario! Ich meine, die Bilder selbst lassen sich ja nicht dingsen, oder? Nö. Sieht gerade nicht so aus. Okay. Ich finde schon nice, dass man hier so ein bisschen mit rumrätseln muss. Oh, hallo Herz, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Kommen Sie bitte her, Dankeschön. Hat das jetzt einfach nur mal so 5 oder bis 10 Dinger so aufgefüllt? Super. Ich bin ja begeistert. Und so viel davon auch. Okay. Kann ich die Schränke auch so aufkriegen? Nee, ne?
Sieht nicht so aus. Es ist aber auch nichts mehr drinne. Nichts Neues. Mal Höhe. Okay. Hier links ist bloß tot. Oh Gott. Der Kopf ist im Spiegel größer als sein eigener überhaupt. Die Deko finde ich hier noch ein bisschen weird. Bringt das was? Irgendwo, es würde genau eine Stelle im kompletten Spiel geben, wo das Klopfen gegen die Wand was bringt. Könnte ich mir so denken. Aber ändert gerade nichts dran. Wir haben ein wenig... Wir haben nicht wirklich die... Tun die mir eigentlich weh? Oh, tatsächlich. Ach du Scheiße. Toll, diese blöden Geister. Und die kommen ja immer wieder. Also die Geistermäuse. Aber es bringt halt nichts, irgendwie die einzusaugen, glaube ich. Wir können mal versuchen, sämtliche Kerzen auszumachen. Wieder mal. Schauen, ob das was bringt. Also jetzt haben wir, glaube ich, alle aus, ne? Nom, 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 nom. Jetzt haben wir auch halt echt immer noch jetzt auf. Ist übrigens ein Kinderspiel. Ja, no shit. Da sollte man auch meinen, dass man hier relativ fix weiterkommt. Habe ich hier eine Tür über... Warte mal, waren die zwei zu? Die waren beide zu hier unten, ne? Ich teste gerade nochmal. Ey, das heißt, hier muss jetzt irgendwo noch ein Schlüssel rumeiern. Jetzt kommen die Bücher schon wieder angeflogen. Von jemand das Gleiche. Oder muss der getroffen werden von dem Buch? Sieht nicht so aus. Ha. Geht den, also ich sehe ihn halt immer, wenn ich gerade weggucke. Offensichtlich. Probier doch mal ohne Taschenlampe. Ich bin ja schon dabei. Ja, ob mit oder ohne Taschenlampe, wenn ich weggucke, sehe ich ihn. Ich höre hier auch noch irgendwie so geistermäßig. Was denn jetzt? Ich hab doch gar nichts gemacht. Hä? Das verstehe ich nicht. Was habe ich jetzt anders gemacht? Oh geil, Rubin. Hä, was jetzt? Ja, sorry, jetzt liegt er wieder in seinem Sessel. Hä? Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt anders gemacht habe, außer dass ich ein Stückchen weiter weg stand. Oder wird er immer nur... Ach, wenn er gähnt. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Wenn er gähnt, muss ich ihn anscheinen. Ah. Okay. Müssen wir das mal raffen. Jetzt habe ich dich. Alles klar. Puh. Kapau. So, ohne einen Schlüssel. Schätze ich mal. Jawohl. Tat. Ja, sehr schön. Jetzt kommen wir in den anderen großen Raum da hinten rein. Jetzt, wo hier Licht ist, gibt es jetzt hier noch mehr. Oder haben wir quasi schon alles? Ich glaube, wir haben quasi trotzdem schon alles, ne? Nehme ich einfach mal an. So.
Who you gonna call? Den Luigi. Da ist was faul in der Nachbarschaft. Wen ruft ihr dann? Luigi. Jetzt habe ich auch den Bart. Ach so, meinen Bart. Ja, ich habe mich angepasst. Mit dem Pornstage quasi. Schlafzimmer des Hausherrn. Und warum sitzt dann die Hausfrau hier drin? Das ist ja okay. Das ist ja strange. Hat sie das gleiche Problem wie er? Ist sie auch schreckhaft, wenn sie gehen? Auf jeden Fall raube ich ja erstmal den letzten Hemd hier. Ja, eine Note will ich jetzt. Oh Gott. Die Atmosphäre ist trotzdem sehr schön, finde ich. Na, guck mal, hier hinten die Vorhänge. Da hinten ist ein Tod, ich habe es genau gesehen. Ich werde mir schön die Vorhänge hier abziehen. Achso, ich muss sie aufziehen. Ich kann sie aufziehen. Jetzt kommt hier Wind rein. Oh, das mag sie aber gar nicht. Meine Güte, es zieht ja, ohne Scheiß. Es saugt. Das ist aber auch ganz viele schon wieder ganz. Achso, ich darf die Dinger nicht. Ich darf jetzt nicht in den Pilz reingeraten. Jetzt habe ich es verstanden. Und war eher so beim Looten. Kann ich mal bitte in das Herz reingeraten jetzt. Sehr schön. Und? Oh nein! Will ich direkt nochmal. Jetzt macht das Fenster wieder zu. Ja, Geister und ihre Probleme, ne? Das ist schon heftig. Was sind denn diese Blubbeln? Ich muss das Ding wieder aufziehen hier. Ja, sehr schön. Und weiter geht's. Und dann bist du tot. Das hätten wir auch in einem Rutsch machen können. Mario! Einen weiteren Schlüssel. Sehr schön. Her damit. Wofür ist der? Eins von beiden unten, nehme ich mal an. Südlich. Jawohl, okay. Die linke südliche Tür. Und das ist der Tod, der auf dem Balkon sitzt. Okay. Ich finde das Konzept sehr geil. Mit der quasi dreidimensionalen Villa. Ne? Also halt auch hier, dass wir jetzt hier hinten den Tod sehen. Oh Gott. Ich wackel am Bett, ohne dass die Bettdecke sich bewegt. Kann ich die Bettdecke abziehen? Ich kann die Bettdecke natürlich abziehen. Flop, weg ist er. Zumindest die Tagesdecke. Der sieht ein bisschen seltsam hier aus. Seltsam rein positioniert. Aber okay. Das ist jetzt so das. Ja, die Tür habe ich mitgekriegt. Ich kann Karte lesen. Ich finde das geil. Das ist jetzt so das Prinzip vom ersten Teil. So an sich. Und ich könnte ja wetten, natürlich wird noch ein bisschen mehr dazukommen. Aber da fragt man sich halt, wie haben sie jetzt den zweiten und dritten Teil dazu aufgewertet, ja? Und bringt das was hier, diese Mäuse einzusaugen? Wahrscheinlich eher weniger. Und nicht ohne Käse. Wofür ist denn der zweite Teil erschienen? Jetzt sag mir nicht wie. Obwohl, wie wäre auch noch ganz geil. Dafür gibt es bestimmt auch HD-Texturenpakete. Und der dritte ist ja dann für die Switch, ne? So, Kinderzimmer. Die Zwillinge. Die mögen das mit Feuer und Wasser und so weiter nicht, ne? Haben wir Wasser? Irgendwo. Also hier haben wir erstmal Münzen. Oh. Habe ich deine Münzen geklaut? Hallo, spielst du mit mir? Und mit den Teddys, ja? Oh Gott. Das war da jetzt nicht so gut. Aua, du hast Aua gemacht. Dabei wollte ich doch nur spielen, ihr Großen seid alle dumm. Und außerdem bist du größer als ich, mir reicht's. Klein, jetzt werd schon kleiner. Klein, klitze, klitze, klein, kleine und mickrig, gagagagu. Oh Gott. Na toll. Oh. Es ist schon dezent unheimlich ein bisschen, ne, finde ich. Also, jetzt.
jetzt nicht gruselig, aber auf jeden Fall weird. Ne? Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man ein wenig jünger ist, ein ganz kleines bisschen, dass man das nicht unbedingt gut aufnimmt hier. Ah ja, die Geisterbaby mit Geisterrassel. Okay, toll, jetzt ist er größer als ich, hat er gut gemacht. Und jetzt habe ich hier keine Taschenlampe, kein gar nichts, ja, nur... Okay, gut, schön aussaugen, ausweichen, wollte ich sagen. Hä? Kann ich die nicht zurücksaugen? Warte mal. Ach doch, tatsächlich, okay. Oh Gott, der ging aber voll daneben. Das Zielen ist hier definitiv nicht das Einfachste. Okay, den Schaukelpferden ausweichen. Verstehe ich. Oh Gott, das hat ja richtig gut geklappt. Alter. Über dieses scheiß Dingsbums. Hawk, hast du eine auf die Nuss gekriegt. Und jetzt habe ich dich. Du kannst jetzt mal schön ein Herzchen oder sowas hier lassen. Okay, natürlich 60, noch nicht mal die Hälfte. Oh Gott. Geht's dir gut, Kind? Was sind deine Extreme? Oh, okay, ja, kommen die Schaukelpferde wieder. Schaukelpferd 2, jetzt Babelle bitte. Und einer davon bleibt jetzt liegen. Der da. Ausgezeichnet. Und ordentlich einsaugen. Ja, drei Runden. Ist natürlich wieder so typisch. Oh Gott. Das ist ein sehr seltsames Bild. Baby. Hat denn irgendwas von Zwillingen gesagt? Gott sei Dank, ich meine, einer reicht ja also. Ne? So, ich lese gleich. Ich bin hier... Oh, scheiße. Ich bin gerade ein wenig preoccupied. Oh Gott, jetzt kommen sie in den Doppelpack. Lass mir gerade, jetzt kommen 5 Milliarden Bälle hier. Bock, in die Fresse. So, nun ist aber gut. Jetzt hat sich das ausgekaspert. Gottes Willen. So ein Champ, ey. Uff. Gottes Willen. Im dritten gibt es ja auf jeden Fall einen Glibber-Luigi. Ja gut, das ist ja auf dem Cover auf, ne? Als Kind fand ich das ultra glusig. Kann ich mir denken. Ja. Ich glaube, wenn du ihn direkt ansaugst, ziehst du schneller die Leben ab. Wenn ich ihn direkt ansauge. Ich meine, hab ich doch. Ich meine, und dann soll man ja in die entgegengesetzte Richtung drücken. Hat uns ja Dr. Professor Igitt gesagt. Da, wo sein Herz ist. Ja, ja. Du hast den Staubsauger immer in die Luft gehalten. Ich habe in seine Richtung quasi. Also mehr, wenn ich ihn im Visier habe und quasi schon sauge und er wegrennt, dann muss ich ja immer in die entgegengesetzte Richtung halten. Da habe ich ja gar nicht mehr viel mit dem Staubsauger selber zu tun. Dachte ich. Oh, das kann ich gerade gut gebrauchen. Ausgezeichnet. Oh mein Gott, das war eine ordentliche Packung Leben. Marionetenholzpferd. Das hast du verwechselt. Das kann mal passieren. Oh, ein rosa Schlüssel. Der ist neu. Okay. Also er schon wieder. Luigi.
Luigi, hörst du mich? Dem Hümpelsetter, du bist okay, ich habe plötzlich die Verbindung zu dir verloren. Daher war ich etwas besorgt. Du scheinst nach dem langen Kampf etwas außer Puste zu sein, nicht wahr? Warum schaust du nicht mal im Labor vorbei? Sobald du einen Bossgeist aufgesaugt hast, ist dein Schreck weg 0816 dem Bersten nahe. Obwohl, ich schätze, du hast dem Bossgeist gezeigt, wer der wahre Boss ist. Aha. Okay, also ich muss mal automatisch kommen wir jetzt in der Hülle hier wieder vorbei. Gute Arbeit, Luigi, du bist unversehrt zurückgekehrt. Nun sieh dir mal das hier an. Annähernd 20 Jahre hat es gedauert, dieses Meisterwerk zu konstruieren. Ich bezeichne es als den Geisterportrifizierer. Diese Maschine ermöglicht es uns, die von dir gefangenen Geister in Gemälde umzuwandeln. Doch damit nicht genug. Es funktioniert auch in umgekehrter Richtung. Wie? Du möchtest wissen, wie das funktioniert? Ganz einfach. Dazu musst du lediglich den Schreckweg 0816 an diese Buchse anschließen. Danach heißt es zugeschaut und mitgestaunt, Kleiner. Aha. Na dann, der Pinkschlüssel ist das Spielzimmer der Erwachsenen. Der schwarze Gummischlüssel. Ich verstehe schon, ja. Oh, Geisterchen. Siste. Genau so haben Staubsauger-Absaugdinger sie zu reagieren. Ah ja. Die Geister sind unsichtbar, folglich müssen wir sie in eine sichtbare Form bringen. Natürlich. Und fertig sind unsere unheimlich geistreichen Gemälde. Das Schöne ist ja, wie soll man denn bitte gleichzeitig lesen und verfolgen, was hier gerade so abgeht. Aber naja, sehr geistreich, ja. Nun, wir haben es geschafft, die Geister wieder in Bilder zurückzuverwandeln. Vielen Dank für deine Unterstützung, Luigi. Also Geist in Bild oder wie? Ja. Bisher gefangen, Bereich 1, Ramon. Rolanda. Louis. Okay, schön, dass das Baby der Boss war, ja? Ist der Geist im Bilde? Das macht immer summarum insgesamt 3 Geister. Aha. Okay, bisher gefunden. Diverses. Ah, eine Ruby haben wir gefunden. Ah, macht 1 Million. Irgendwas. Insgesamt so viel G. Also 101 G sind 505.000 G wert. Das verstehe ich nicht. Ui, ein Ruby gefunden. Ja. Möchtest du den Spielstand speichern? Ja, wenn du schon so höflich aufdringlich fragst. Im Bereich 2. Aha. Ja, 4.095.000. Interessant. Ruby ist auch unbezahlbar. Ja, gut, das muss man hier ein bisschen zurechtstauchen, um es, ne? Es ist ja Spiel, ist ja nicht das wahre Leben. Wo soll's hingehen, Luigi? Zur Villa, zum Trainingsbereich? Natürlich zur Villa. Sei vorsichtig, Luigi. Wie immer winkt, ey. Tschüss. Hab ich schon das HD-Texturen-Paket erwähnt? Man sieht es am besten tatsächlich an Luigis Augen, ne? Soweit. Und natürlich an der Auflösung an sich hier. Ach, schön. GameCube im Original gut und schön, aber halt die Technologie hat sich weiterentwickelt. Wenn du heute einen GameCube an einen TV anschließt, an einen Flatscreen, dann sieht das halt nicht mehr so schön aus wie früher auf der Röhre, ne? Also wenn ich 10 Millionen wert wäre, würde ich mich verkaufen und das Geld selbst einsacken, aber für 1 Million nutze ich das nicht. Nee. Nur 1 bis 2 Mal J. Excuse me? So. Mario. Ich kann es immer nicht lassen. Ich muss diese verdammte Gestrüpp hier einsaugen. So, lass mich mal gucken. Hatten wir jetzt oben noch Achso, okay. Hier wird uns direkt angezeigt, wofür der Schlüssel ist. Schade, ich hätte es lieber ein bisschen rumgeraten. Aber naja. Gott. Dramatisch. Ja, gehen wir doch einfach mal rein. Das ist aber nicht der rosane Schlüssel. Immer diese Standardanimation. Drama, Luigi, Drama. Okay, wir haben es dunkel. Wir haben Vase. Wir haben später Fledermäuse. Goldene Fledermäuse, warum auch immer. Wie sie einfach erscheinen.
Also dafür, dass er Angst hat, ist er echt fix auf der Hui, fix auf die Beine. Blop, blop. Oh Gott, ein langer Gang nach hinten. Hoch. Mäuschen, Mäuschen. Das ist nicht sexistisch, nein. Das ist ja wirklich eine Maus. Noch mehr. Er tut übrigens automatisch nach unten und nach oben zielen, wenn da Viecher so sind, fällt mir gerade so auf. Die armen Fledermäuse, ja. Fledermäuschen. Weißt du, stell dir vor, du kriegst in die Haare. Ist ja auch doof. Stell dir vor, du kriegst dich mit denen in die Haare. Ich finde das so lustig, dass er die Melodie mitmacht. Anyway, ich guck mal gerade. Wie sieht's denn aus? Achso, rechts geht's nach unten und da ist auch. Ansonsten ist mir überall zu. Okay, gut, dass wir verglichen haben. Oh Gott. Das sieht ja noch viel runtergekommener aus als der ganze Rest von dem Haus. KG, Kellergeschoss nehme ich mal an. Oh. Wie gern sind wir doch in solchen Spielen im Keller. Als Sicherungsraum. Oh Gott. Ey, nicht machen. Oh Gott, wie ist der gute Stoff? Oder Kommanditgesellschaft. Achso, KG, ja klar. Natürlich, natürlich. Kommunalgenossenschaft. Was weiß ich. Hallo Geist, du. Du Geist, du. Klong! Oh Gott, der hat ein bisschen was bei sich. Unter anderem auch einen. Ich weiß nicht, was es war, aber Rubin war ja rot, ne? Sah mir eher aus wie so ein Saphir? Ich glaube, Saphire sind blau, ne? Na, wer hat Legend of Kurandia 1 gespielt? Fand ich sehr gut damals. Man so richtig schön gelernt, welcher Edelstein wie aussieht. Fand ich super. Smaragd ist grün. Saphir ist blau. Rubin ist rot. Opal ist schwarz. Perle ist weiß. Ach ja, herrlich. Müsste man eigentlich mal wieder machen. War aber auch damals so gruselig, das Spiel. Anyway. Du sollst nicht auf den... Hat er gerade auf den Hebel geklopft? Wie wäre es, wenn du den... Drückst, den Hebel, Luigi. Ja, ist echt nicht schwer. Okay, ja gut. Wir nehmen mal die Tapete vom Tisch hier. Bringt das was? Nein. Ich meine, der Sicherungsraum. Irgendwann müsste er doch eigentlich auch angehen. Sicherungsmäßig. Was soll ich noch machen hier? Man kann die Lampe ansaugen, das war es aber auch schon. Switch. So, und sonst so? Hier ist zu, natürlich ist hier zu. Ich meine, da muss ja die Lösung wohl hier in dem Raum sein. Mehr haben wir ja gerade nicht. Oh Gott, jetzt kommen die ganzen Ratten wieder. Mäuse, Entschuldigung. Haben wir es? Ja, jetzt haben wir es wieder. Okay. Ist der Blickwinkel jetzt ein anderer? Ach so, das macht er. Ach so, das macht er per Taschenlampe. Das fällt mir jetzt erst auf. Dass wenn er die Taschenlampe nach oben und nach unten macht, wir nach oben und nach unten gucken. Kann ich die Kabellage da hinten anziehen? Sieht nicht so aus, ne? Ich bin gerade ein bisschen überfragt, was wir hier machen sollen. Kann er in den Fässern rumruckeln? Und ich meine, ich höre auch irgendwie auf dem rechten Ohr einen Geist noch mitsingen. Also ist hier einer in den Fässern drin, nehme ich mal an. Müsste bloß das richtige Fass finden. War gar nicht so einfach. Woher soll man das denn wissen? Hier rührt sich aber auch nichts. Nö. Hier rührt sich einfach erstmal gar nichts. Achso, wir haben ja auch noch den GGG Game Boy. Warte mal.
Muss ich mal gerade gucken, welche Taste war denn das jetzt hier? Ach, hier war das, okay. Das finde ich auch so cool. Dass man hier einfach auch... Ach, guck mal, hier ist auch ein Spiegel an der anderen Wand. Ist das wichtig? Prüfen. What the fuck? Aha. Okay. Hat mir da schon irgendeiner erzählt? Erläutert? Okay, dann wissen wir jetzt zumindest, wozu die Spiegel gut sind. Funktioniert... Scheiße, falsche Taste. Funktioniert das nochmal? Welche Taste waren das jetzt? Ah ja, okay. Aha, interessant. Jetzt bin ich gespannt, wo ich jetzt rauskomme. Oh, wer hätte das erwartet? Das ist ja ein hilfreicher Spiegel. Schön vor allen Dingen, dass wir jetzt wieder am Anfang sind. Bekommt man den Tipp dann noch irgendwann? Selbstständig? Typ, ey, ist so durch. Ich drücke mal die falsche Taste. Welche ist es denn jetzt? Die hier. Ich würde in dem Spiel wirklich gerne Maussteuerung haben, so ganz im Generellen. Oder zumindest eine invertierbare Sticksteuerung. Passieren hier Dinge? Da reiche ich nicht ohne weiteres ran. Ach was. Okay, hier sagt er auch Dinge dazu. Ach, cool. Da reiche ich nicht ohne weiteres ran. Aber kann ich's einsaugen? Gott. Bringt das was? Sieht gerade sehr, 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 sehr nicht danach aus. Okay, hat er denn was zum Generator zu sagen? Achso, natürlich erstmal die Ratten. War klar. So, darf ich jetzt? Gut. Da hat er nichts zu sagen. Es ist der riesigste Hebel, der zweitgrößte Hebel, den ich je gesehen habe. Und er hat nichts dazu zu sagen. Na, hoffentlich ist das ein robuster, als es aussieht. Das war hilfreich, Luigi, danke. Nicht besonders interessant, aber gut, dass du es kommentierst. Das könnte ganz nützlich sein, falls es mal brennen sollte. Okay, also wenn ich es anzünde, ist es nützlich? Habe ich das gerade richtig verstanden? Das sollte nützlich sein, wenn es mal brennt. Okay. Aha. Warum sagt er zu dem Generator nichts? Das finde ich ein bisschen seltsam. Aber naja. Jetzt mal ohne Mist, ist das der einzige Weg noch hier? Also es ist zumindest hier unten der einzige Weg. Ich mag die Sounds. Gleichfalls. Wenn ich nicht gerade schrecklich drüber quatsche. Ja, die anderen sind alle zu, die Türen. Oder soll das auch darstellen, dass wir Türen auch nicht getestet haben? Aber das hatten wir bei der Tür hier für den Keller auch nicht. Die stand auch einfach nur als offen da. Oh, hallo Geld. Ja, das kommt natürlich mal vor. Oh. Geht's dir gut oder was? Vor allem null Lebenspunkte, der Affe. Hallo? Achso, warte mal, ich wollte eigentlich Türen testen, so. Wir sind alle zu. Ja, Fledermäuse, war klar. Halt, stopp. Ah, schön rückwärts gelaufen. Sehr gut, das sollte man nie tun. Kinder,
Geht nie rückwärts durch ein Spukhaus. Er schon wieder. Willst du mich veralbern? Der hat er mich voll von den Fledermäusen abgelenkt. Hat aber nicht geklappt. Vor allem vorhin kam er ja nicht, ne? Wir sind ja fünfmal lang gelaufen. Und hier kam kein großer Ugli-Bugli-Bugli-Geist aus der Decke raus. Nö. Sein Haus von dem Haus im Haus. Interessant. Ja, Moment. Ey, schon wieder er. Was hat er denn die ganze Zeit für ein Problem, ey? Ich meine, ist ja nett, er bringt mir jedes Mal so ein Herzchen ein. Jetzt, okay, jetzt brauchen wir es gerade nicht mehr. Ach Gott, bis hier hinten waren wir vorhin gar nicht, ne? Bese hetzt. Bese hetzt. Hier ist ja doch was offen. Stand das jetzt vorhin hier als offen da oder nicht? Habe ich das echt übersehen? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Okay, also hier scheint auch Bese Hetz zu sein. Einen eingefangen. Ja, trotzdem einen eingefangen. Sehr gut. Und du genauso. Lalalala. Licht und da oben sehe ich einen Schlüssel. Er ist schon wieder angerufen hier. Hihihi, na, sieht aus, als hättest du ein wenig Ärger gehabt. Vielleicht brauchst du etwas mehr Übung. Wieso? Manche Geister versuchen dich zu packen und festzuhalten. Habe ich nicht mitgekriegt. In diesem Fall solltest du den Kontrollstick vor und zurück bewegen. Auf diese Weise schüttelst du sie ab. Tja, der jahrhundertealte Überlebenskampf, mein Junge. Verlier nicht den Mut, Luigi. Habe ich gar nicht mitgekriegt, dass ich gepackt wurde. Ah ja. Hier lässt einfach für sich jemand Wasser einlaufen. Seltsam. Okay. So, ein Schlüssel. Für. Erzähle es mir. Ah ja, der Mittelgang, die rechte Tür. Okay. Kann ich ja Wasser saugen? Nee, ne? Interessant. Das sind auch keine Dinge. Auch dieser Spiegel, eine sehr eigenwillige Spiegelung. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier 20 Millionen irgendwie Geheimnisse irgendwo auch drin sind in dem Spiel. Jetzt versuchen sie es hier auf dem Gang, versuchen sie es echt auf die Spitze zu treiben, ne? Mit diversen, mit sowas hier. Alter, willst du mich veralbern? Wollte mich gerade anbohlen? Was ist das? Oh, was haben wir denn hier? Ein Tanzsaal. Ein Ballsaal, tatsächlich. Och nein, oh guck mal hier. Die kleinen, wie heißen sie gleich wieder? Oh Gott, ich kann sie nicht dingsen. Die Shy Guys, jetzt habe ich's. Ja. Gott. Geister Shy Guys. Okay, die stehen einfach nur im Weg rum, ne? Der Paarungstanz der Geister-Scheigeist. Muss ich hier Dinge tun? Ist jetzt hier gerade so die Frage. Damit die aufhören mit dem Scheigeist-Tanz. Oder muss ich die einsaugen? Ach Gott, ich kann hier die Masken einsaugen. Alles aber frech. Ah. Plopp. Und der letzte auch noch plopp. Okay,
Haben wir's? Achso, es ist noch mehr. Meine Güte, wo kommen die denn jetzt schon wieder her? Au, frech. Muss ich das schneller schaffen? Eventuell. Jetzt kommt sie einfach so mittendrin. Okay. Oh, what the fuck? Meine guten Münzen. Oh Gott, hier einer nach dem anderen. Multikill, Monsterkill. Oh Gott, der hätte Lebenspunkte gehabt. Da guck an. Sag bloß, ich muss den finden, der Lebenspunkte hat. Ach, jetzt habe ich es. Okay. Also Maske klauen und dann nicht von hinten kommen lassen, sondern dann auch noch mit der Taschenlampe. Jetzt habe ich es gerafft. Jetzt habe ich es gerafft. Okay. Anleuchten, einsaugen. Verstanden. Ich dachte, die verschwinden dann quasi und das war's. Kann ich beide gleichzeitig? Nee, schade. Es gibt ja auch wieder ein neues Ghostbusters-Spiel, habe ich festgestellt. Also einfach so. Selbst das mal originale Ghostbusters-Spiel von Anno dazu gibt's. Was auch im Epic Store mal kostenlos war. Selbst das habe ich noch nicht gespielt. Das soll ja eigentlich gar nicht schlecht gewesen sein. Ich finde es krass, dass diese Franchise generell quasi irgendwie immer noch vorantreiben. Auch der Film halt, Ghostbusters Legacy. Der war ja auch, ich fand den auch super. Auch da einfach mal. Na toll. Schön woanders hingeleuchtet, Luigi. Sehr schön. Einfach auch da mal nochmal so ein ordentliches Movie rausgehauen, wo alle nochmal dabei sind. Ja, na, was denn du? Jetzt habe ich ihn. Du willst mich veralbern. Oh Gott, meine Lebensenergie. Jetzt aber. Jetzt krieg ich dich. So, das war der letzte, ne? Oder auch nicht. Ach doch, ach, guck, jetzt kommen sie auch noch. Gott, das will. Mit drehenden Tanzflächen. Mario? Wo sind sie denn jetzt? Die drehen sich jetzt hier. Und was soll ich jetzt hier machen? Nächstes Jahr dann der fünfte Teil, diesmal wieder zurück in New York. Ach guck, ehrlich? Ach, langsam, aber sicher wird's. Also. Ich finde die neue Besetzung gut. Ich finde es auch gut, dass die tatsächlich wieder nochmal alle vier zusammengekriegt haben. Alle vier Original Ghostbusters, ja. Aber, naja, nee, Quatsch, nicht alle vier. Nee, muss man dazu sagen. Wer den Teil geguckt hat, den Ghostbusters Legacy, es war ja Mr. Egan, wie heißt er? Spengler war der andere. Der auf jeden Fall Egan. Den hatten sie ja posthuman reingebracht. Egan Spengler. Hä? Ich bin schon wieder am Überlegen, wann sehe ich die denn jetzt und wann nicht. Ach, wenn ich mich selber mitdrehe. Jetzt habe ich ihn. Meine Güte. Mach doch nicht so ein Theater. Oh nein, sie lassen auch schon wieder Schrumpfpilze fallen. Und ein Herz habe ich hier gesehen. Kann ich das Herz bitte haben? Oh mein Gott, immer so kurz vor knapp. Nein, ich wollte den Pilz nicht einsammeln. Jetzt kann ich wieder diese Augen. Das Interessante war ja, dass der Egan Spengler Darsteller ja auch von den Filmen tatsächlich ja Director war, ne? Wer das nicht wusste. Eventuell, der hat sogar noch andere. Ich überlege gerade. Ich hatte mir einen Wikipedia-Eintrag durchgelesen und hab dann irgendwie auch gesehen, dass der noch von ganz anderen berühmten Filmen. Ach, von täglich grüßt das Murmeltier. Ist der Director, wenn ich mich jetzt nicht irre. Alle vier waren Saturday Night Live. Ach, guck. Da entstand die Idee. Ach was, okay.
Interessant. So, siehst du, so viel Lore dazu weiß ich noch gar nicht. Könnt ihr mal hintermachen hier. Deshalb spielen die vier Damen auch alle vier Saturday Night Live Cast Member winnen. Ach so, okay. Was machen die denn jetzt hier? Kommen die klar? Verstehe immer noch nicht, wie... Wodurch ich das jetzt provoziere, dass die hier sichtbar werden. Soweit ich weiß, wenn ich auf der Drehfläche bin, werden die auch sichtbar, aber ich weiß noch nicht, wieso. Und vor allem, wann sein Herz sichtbar wird. Und es ist hier hinten passiert. Einfach so. Da habe ich einfach drauf gehalten. Ich nehme an, wenn sie sich dreht, das Problem ist halt, ich drehe mich halt auch so furchtbar unauffällig mit hier. Ich nehme mal an, in einer bestimmten Animationsphase, ich glaube, wenn sie eine Pirouette drehen oder sowas. Aber es ist... Ah, da! Es ist gar nicht so leicht, das halt richtig abzufassen. So, jetzt habe ich sie. Ah, wenn du näher an sie herangehst, erscheinen sie, oder? Irgendwie nicht. Ich bin ja auch stellenweise durch sie durchgegangen. Da waren sie nicht sichtbar. Auf jeden Fall haben wir es geschafft. So muss es sein. So, natürlich. Vom Ballsaal da hinten rum. Jetzt kommen wir da hinten durch. Ich würde hier gerne mal ein bisschen näher reinzoomen. Dankeschön. Hallo, reinzoomen und dann bitte draufbleiben. Ach, jetzt kann ich es gucken. Okay, hier lang. Hier geht eine Treppe hoch, es ist aber sonst wo. Achso, hier hinten ist erstmal wieder bloß ein abgeschlossener Raum. Jetzt bin ich einmal gespannt. Clap, clap, jawohl. Wir schaffen das. Ja. Quietsch. Guck mal, ja, Oma, der Kühlschrank hat jetzt irgendwie angefangen zu quietschen. Ganz, ganz seltsam. Was ist denn jetzt? Willst du mich veralbern? Ja, ja, ja. wenn man den aufmacht, knarrt der übelst vor sich hin. Dabei ist das nicht mal der Kühlschrank, der knarrt, sondern nur die Fassade draußen. Also der ist natürlich eingebaut. In so einen Schrank mit. Und die Schiene zwischen Kühlschranktür, die an der Kühlschranktür ist, die das Ganze mit der Holzfassade verbindet, das Ding quietscht. Au. Habt ihr ganz toll gemacht. Also seid ihr jetzt fertig? Na, was nun? Molestergeister hier. Das ist ja frech, ey. Sag mal, wollt ihr mich veralbern? Oh Gott. Gib mir nicht auf den Sack jetzt hier. Alter, wie sie sich gegenseitig unterstützen. Voll fies eigentlich, Alter. So, einer ist weg. Und du auch. Oh Gott. Jetzt habe ich es. Gott, das will nicht. Oh, jetzt ist auch so ein bisschen fertig. Ja. Oh Gott, jetzt ist die Stimme weg gewesen, ist der. Er hat keinen Atem mehr. Er formt die Worte noch. Oh, jetzt. Mario. So ein bisschen hat das noch. Oh, guck mal hier. Seht ihr das im Spiegel? Ein Knopf auf der gegenüberliegenden Seite. Guck mal gerade, ob ich hier noch irgendwo Dinge finde. Kein Herzchen mehr hier. Schade. Aber okay. So, Na, gucken wir doch mal. Don't punk. Alles klar. Don't push. Oh. Luigi's heißer. Ja. Oder? Wahnsinn. So einen Raum will ich ja auch haben. Okay, Danger. Danger, Danger.
Wie sieht das jetzt auf der Karte aus? Wie sah das vorher aus, der Raum? Ich glaube, auf der Karte sah er vorher schon genauso aus, wäre halt übelst überhaupt nicht aufgefallen. Kein Raum scheint, wie die Karte anzeigt. Ja, irgendwie so, ne? Auf jeden Fall geht's hier runter. Mario! Kann ich dich anklopfen? Mario? Nee, ist nicht Mario. Achso, den Eimer hatten wir schon. Muss ich die Tür aufsaugen? Natürlich muss ich die Tür aufsaugen. Erstmal treffen. Okay, hier passiert absolut gar nichts. Stehe ich hier drauf und da passiert auch nichts. Halt. Was? Ach so, prüfen. Das ist nichts. Nichts. Die wichtigsten Sachen, da sagt er aber nichts. Was um alles in der Welt ist das? Das ist ein Plakat. Das sieht man doch. Vielleicht sollte ich das Plakat aufsaugen. Oh Gott. Da passieren sogar Dinge. Ich muss noch treffen. Rupf. Na nu aber. Da ist noch ein Knopf dahinter. Gottes Willen. Oh. Oh Gott. Na toll. Wer da? Wer wagt es, uns im Schlaf zu stören? Oh, es ist Luigi. Guckt mal, Leute. Luigi ist auch schon da. Wir verpassen dir eine Frisur oder sowas. Nur ein bisschen heftiger vielleicht, was? Was hat es denn? Also ist ein Igitt Schreck weg 0816. Alle Deckung. Puh. Ne? Natürlich bekomme ich einen Anruf. Luigi, bist du in Ordnung? Da waren sie. Ich meine, das waren die all die Geister von dem Gemälde meiner Galerie befreit haben. Das personifizierte Böse. Die ganze Zeit habe ich mich gefragt, wo König Buhu hin und Konsorten abgeblieben sind. Sie haben sich also kreuz und quer in der Villa verteilt. Warum drückten Luigi die ganze Zeit auf dem Pad, Handy rum? Quer in der Villa verteilt. Na prima, dass du sie hast sausen lassen, Luigi. Toll, ne? Schön und gut, dass du sie gefunden hast. Aber vielleicht wäre es besser gewesen, du hättest nicht alle einfach so entwischen lassen. Ist das so eine Idee? Was soll's? Schwamm drüber. Du solltest jedenfalls trotz allem mal hier unten im Labor vorbeischneiden. Natürlich sollte ich das. Weil wir haben ja wieder welche gefangen, ne? Ich habe auf dich gewartet. Junger Luigi, dein Bruder scheint der Buhu-Gang in die Hände gefallen zu sein. Armer Kerl. So beruhige dich doch. Sie werden ihn schon nicht auffressen. Fragt sich nur, was aus ihm geworden ist, oder? Eigenartig. Dass er nicht wieder zurückgekehrt ist. Eine weit verbreitete Annahme besagt, dass Buhus an Stärke gewinnen, wenn sie zu mehreren unterwegs sind. Scheinbar können sie auch ihre Kräfte bündeln. Diese Kräfte müssen deinem Bruder zum Verhängnis geworden sein. Wenn dir wirklich etwas daran liegt, Mario zu befreien, ergibt es nur eine einzige Möglichkeit. Du musst jeden einzelnen Buhu fangen und so die Kräfte der gesamten Gruppierung schwächen. Doch ihr Name deutet ja bereits an, dass Buhus sich gerne verstecken, um herauszuspringen und Leute zu erschrecken. Du wirst dich ganz schön ins Zeug legen müssen, um sie aufzuspüren. Hihihi, doch keine Sorge, du bist nicht völlig auf dich alleine gestellt. Der Gameboy-Horror, den ich dir gab, verfügt über eine geheime Funktion. Eine. Ich wusste, dass wir sie eines Tages gut gebrauchen könnten. Deshalb habe ich sie unter höchster Geheimhaltung entwickelt. Die Rede ist vom einzigartigen Buhu-Radar. Der Buhu-Radar blinkt rot, wenn sich ein Buhu in unmittelbarer Nähe versteckt hält. Mit seiner Hilfe kannst du alles absuchen, Luigi. Oh yeah. So weit, so gut, Kleiner. Doch eines nach dem anderen. Behalte einen kühlen Kopf und kümmere dich schön der Reihe nach um jeden einzelnen Buhu. Es läuft wie geschmiert, wenn man das Zusammenspiel von Control-Stick und dem C-Stick beherrscht. Das solltest du nie vergessen. Wo soll's hingehen? Ne, zur Wille. Was fragst du so doof? Sei vorsichtig. Mach ich. Und Luigi, ich denke noch mal drüber nach. Eventuell. Also Bill, du rennst jetzt zum fünften Mal diese Treppe hoch. Nun stell dich doch nicht so an. Er macht die Tür auf, im gruseligsten Manier, und wir sehen dann hier einen hell erleuchteten Raum mit einem fröhlich vor sich hinspringenden Tod, ne? Achso, außerdem ist er gerade immer noch so ein bisschen schlecht drauf. Gibt's hier Herzchen? Natürlich nicht. Baby! So, wir speichern erstmal. Ein Buhu hier flog ein riesiger Buhu vorbei. Achso, sei bloß auf der Hut. Ein Buhu hier, ein Buhu da. Okay, jetzt haben wir. Müssen wir jetzt nochmal die alten Bereiche abklappern? Ich nehme mal an.
hier ist ja sowieso noch eine Zuhe-Tür. Hm, wann kriegen wir denn die auf? Ich geh einfach mal hoch. Man weiß ja nie. Mario! Oh, mein Gameboy-Horror schlägt Alarm. Da! Ja, ich hab's genau gesehen. Rambu, ich ist mächtig böse. Wie tu ich den jetzt verdingsen? Vergriesgnadeln? Huch, jetzt ist er wieder weg. Na toll. Hä? Der hat sich jetzt durch die Wand verzogen. Hier blinkt's heftiger. Und hier blinkt's ganz heftig. Ah ja. Oh Gott, wo ist denn eine Bombe? Wo kommt er denn her? Okay, der ist wieder jetzt wieder blau. Okay. Jetzt blinkt er wieder heftiger. Ah ja. Gib mir das Herz. Danke. Okay. Was mache ich damit? Ich bin verwirrt. Bin dezent verwirrt? Was will er uns jetzt damit sagen? Warte mal. Ich werde trotzdem mal hier drüben gucken. Manchmal weiß man ja nie, was hier noch an den Wänden so rumkrebst. Ah! Huhu, huhu, schnuffel, schnuffel. Was? Oh. Achso, den kann ich einfach so einsaugen. Alter, ich hab ihn. Ja, gibt's denn sowas? Du hast bereits deinen ersten Buhu gefangen. Ich habe diese Fieslinge untersucht. Nun, diese Buhus scheinen nicht gerade zu mögen. So viel ist sicher. Sie setzen alles daran, sich in bzw. unter Einrichtungsgegenständen zu verstecken, wenn sie in einem hellen Raum feststecken. Folgerichtig müsste man nur alle Lichter der Villa einschalten, um schnellstmöglich alle Buhus zu finden. Was hältst du davon, Kleiner? Okay, du kannst mir jetzt den Buhu schicken und mir deine sämtlichen Daten senden. Mache ich. Okay, also die verstecken sich wieder in hellen Räumen. Interessant. Gib acht, Luigi. Selber. Oh Gott, hier geht's ja schon wieder ab. Ah ja. Kennst du Game Boy Advance? Ja, kenn ich. Wieso? Was will er von mir? Okay, das hat. Oh, da kommt er nochmal durch. Kommt der Buhu aus dem Schrank. Kennst du den Game Boy Advance? Hä? Labert er einen voll, ey. Oh Gott, da ist wieder ein Ballon. Na toll. Kommen Sie her, junger Ballon. Plopp, danke. So, jetzt ist hier. Die Coast ist clear, aber er ist nach rechts verschwunden. Und hier blinkt es jetzt auch wieder. Okay. Hä? Achso, doch hier. Okay. Ja, da aber. Game Boy Advance, ich herrsche. Was? Okay. Wieso Game Boy Advance? Was will er von mir? Hervorragende Arbeit, du bist wie ein Leopard auf der Jagd. Okay, du kannst mir jetzt den Buhu schicken und mir deine sämtlichen Daten senden. Okay, ich kann irgendwie jedes Mal speichern, wenn ich einen Buhu fange. Interessant. Gib acht, Luigi. Ist okay. Es erinnert mich so ein bisschen an das hier Prince of Persia, Persia Remake, wo man auch mal nach dem entsprechenden Bewältigen des Abschnittes dann nochmal durch musste. Oder durfte. Okay, hier ist einfach mal gar nichts. So, die Räume sind auch halt einfach geklärt, ne? Sagt uns das irgendwas auf der Karte anscheinend nicht. Okay. Hm. Ist auch alles clear?
Interessant. So, hier müsste aber eventuell noch irgendwie irgendwo. Hier haben wir noch mal. Hier haben wir noch einen. Ja. Das hätte ich jetzt sogar mitbekommen, ohne das klassische Gelächter. Hä? Das ist da oben in der Flasche. Ich glaube, das ist da oben in der Flasche. Ja. Achso, ist eine Bombe. Na toll. Das war nicht das, was ich gesucht habe. Ah ja. Mein Name ist für dich Tabu. Ah, ah, ah. Kann ich dich mal bitte... Na toll. Das hat definitiv zu lange gedauert. Das Problem ist echt das Zielen. Dort liegt ein Buch mit dem Titel Irgendwas. Ja, es ist okay, das haben wir schon mal gelesen. Achso, wieder der Stuhl. Wieder der Stuhl. Rambu, aus dem Weg. Jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn. Jetzt hat er ihn. Ausgezeichnet. Oh ja, 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 Sessel, oder? Ja, immer noch. Wieder. Gibst du bist von deinem genialen, meinen genialen Erfindung B. Geisterhart. Okay, du kannst mir jetzt den Buch schicken. Ja, 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 ja. G-Speicher. Gib acht. So, und die hier ist halt immer noch zu. Hm. Die zwei Türen sind fake. Hier haben wir das Kinderzimmer. Hier haben wir auch ein Buhu. Offiziell, beziehungsweise. Oh, das sah gut. Hier scheint es immer ein großes Herz zu geben. Mario! Mario! Okay, ich bin's Tobu. Bin schon weg. Jetzt habe ich ihn. Wenn man einmal drauf zielt, dann zielt der Luigi automatisch. Das finde ich ganz gut. Erwischt. Himmel, Herrgott, die Berge. Was? Herrgott, die Berge? Du hast schon wieder einen. Wie machst du das nur? Okay, du kannst mir jetzt in den Buhu schicken und so weiter und so fort. Sehr gut. Einen Raum haben wir hier hinten noch. Zumindest einen, der offen ist. Naja. Schlafzimmer, das Haus, ja. Die Kommode. Oh, eine Bombe. Voll frech. Mario. Man nennt mich Boulette. Boulette. Oh Gott. Die Witze werden. Es ist so. Unglaublich. Niemand kann dich aufhalten, Luigi. Okay, du kannst mir die jetzt schicken, ja. Mein Name ist Boulette. Ob ich mir doch ein bisschen was bestelle? Was zu essen? Ich hätte jetzt bloß noch Salatgurke zu Hause. Du hast bereits 5 Buhus gefangen. Du scheinst ein echtes Gespür für dieses Biester zu haben. Ich verstehe ja, dass du dir Sorgen um deinen Bruder machst. Kleiner, aber du hast doch alle Zeit der Welt. Also mach dir mal nicht ins Hemd. Ach ja, übrigens musst du eigentlich nie auf die Toilette. Das erleichtert manchmal ungemein. Ach was. Auf die Toilette zu gehen, erleichtert manchmal. Ungemein. Wer hätte das erwartet? Wer macht dir eigentlich ständig diesen verdammten Vorhang wieder zu? Muss aber durchlüften. Ach, hier ist noch einer? Hier ist noch einer. Ich wäre jetzt echt gegangen. Ohne das zu raffen. Na, wo? Hier, oh. Na, wo? Hä? Oh ja. Jetzt haben wir ihn. Ach, tatsächlich. Tabu versiegelt deine Lippen. Oh Gott, das ist ein Dicker. Der hat ein bisschen mehr Lebensgedöns gehabt. Was magst du dir denn bestellen? Ich überlege gerade. Gibst du bis von meinem genialen Erfindung begeistert? Jetzt wiederholt er sich auch noch. Ich überlege mich. Ich bin mir noch gar nicht so richtig sicher, ob überhaupt, aber... So, okay, der Raum ist clear. Jetzt haben wir hier tatsächlich so hinten soweit alles, bis auf diesen einen Raum. Links, hm. Und da kommen wir halt noch nicht rein. Okay. Ja, und nein, was? Dein Paket auch angekommen.
Tom, ja und nein. Ach so, bist du auch noch, hast du auch noch nicht abgeholt, nehme ich mal an. Tja, ich hatte tatsächlich Gott sei Dank gerade Mittagspause, als bei mir geklingelt wurde. So, lass mal gerade gucken. Also ich bin mir nicht sicher, dass es dein... Was? Du bist dir nicht sicher. Was hattest du direkt bekommen? Dankeschön. Danke schon mal. Ach so. Ach so, liegt bei Nachbarn. Die habe ich vorhin nicht. Die waren vorhin nicht da. Okay. Okay, oh, hier oben links. Warte mal. Welche Taste ist jetzt Zoom? Hier ist Zoom. Die ist jetzt offen. Naja. Gehen die einfach selber auf. Hat noch einer gerade die Kerze um die Ecke gucken sehen? So, ich gehe schon mal rüber. Danke für den Sturm. Gerne, Hubi. Bis gleich. Alter. Doch, der hat immer schön von hinten hier. Der hat mich schon wieder angebohlt. Der hat trotzdem gerade der Kerzenhalter um die Ecke geguckt. Ach, da ist er, siehste. Das ist ja schon ein bisschen frech, was die hier machen. Ich meine, tut der mir irgendwas? Nö, ne? Oh, eine Toilette mit einem Tod. Toilette. Ein Schlüssel in der Toilette. Das ist ja widerlich. Aber okay. Nehme ich. Ach so, da drüben. Okay, ich wollte gerade sagen, okay, es ist der eine Schlüssel von der anderen Seite, aber nee. Aber ich gehe gleich nochmal den Strömwechsel nutzen. Ach so. Ach so, Paket müssen wir morgen bei der Post abholen. Gottes Willen. Wir sind sehr gespannt. So. Bekomme ich diesen Raum noch geklärt? Hier ist auf jeden Fall ein Herz im Waschbecken drin. Das war die falsche Taste. Warte mal, die wollte ich. Diverse. Ich finde das so cool, dass man bei der Rückwand auch gucken kann. Tod, was ist denn los? Schnief, ich habe etwas wirklich Wichtiges ins Klo fallen lassen. Es war keine Absicht. Sorg dich nicht um. Nicht mein Problem, ja. Freue mich, dass es null Probleme bei der Hell gab. Hatte da ein wenig Sorge. Hat wunderschön geklappt. Dann kümmerst du dich nur darum. Schließlich bist du ja auch der Klempner. Wenn du das in die Hand nimmst, brauche ich mir ja keine Sorgen mehr zu machen. Aufhören. Hauptsache, du wäschst dir die Hände nachher. Ja. Ach so, jetzt ist das Licht an. Ach, schön. Okay. Ausgezeichnet. Könnte vielleicht helfen. Wirklich. Ja. Mit Speichern. Sehr gut. Breaking the fourth wall. Beziehungsweise creating the fourth wall. Uncooking the fourth wall. Habe ich jetzt genug das Wort fourth gesagt? Ich glaube ja. Okay, dann würde ich aber auch mal sagen, es ist um 8. Wir wechseln zu Ruby. Strecken. Alle mal strecken. Gott. Ach so, siehst du, unten steht da sogar 6 von 50 Buß. Das ist ja schrecklich. Meine Güte. Also Speicherstand und Dingens werde ich natürlich bei mir auf der Platte behalten und dann bei Gelegenheit weitermachen oder so. Gut. Dingens. Das da. Dieses und dann, was hatten wir vorhin? Den hier, ne? Ach ja. Gibt es in Zukunft mehr Luigi oder war es das nur heute? Also mir gefällt es ganz gut. Luigi's Mansion. Also um 8 den Ström, den hat der Jay Fine gemacht. Ja. Hab gut 8 in der Nacht. Und so. Was wollte ich sagen? Wie gesagt, Speicherstand und so weiter werde ich da behalten. Und wenn wir ansonsten nichts Besseres zu tun haben, weder Layton noch Lego Wigtails oder so, ja, dann machen wir Luigi weiter. Vielleicht behalten wir es auch mal für den Donnerstag im Sinn, ne? Genau, danke für den Stream, werter Jay Panne. Kein Problem. Kein Problem. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich heute hier. Gruseligen Spaß ein wenig mit Luigi's Mansion. Und jetzt machen wir gleich bei Ruby weiter mit Yes Your Grace, ne? Mit Yes Your Grace geht's weiter. Ich habe leider das letzte bisschen vom letzten Ström da nicht mitbekommen. Mal gucken, ob ich da noch einigermaßen reinkomme. Okay. Ach so, und Donnerstag ganz normal, 18 Uhr, ja, Nier Automata und danach das Spiel, was noch in der Umfrage ist. Mal gucken. Gut. Dann haut rein. Habt einen schönen Abend. Viel Spaß bei der Ruby. Gerne bis gleich nochmal im Chat. Ja, und so. Und eine schöne Woche euch. Tschüssi.
Ach so, und gerne natürlich hier drin bleiben für den Raid, ne? Habe ich jetzt völlig vergessen. Wir raiden jetzt natürlich rüber. Zur Ruby. Zu Yes Your Grace und Yes Your Ruby. Und so. Bis gleich.